Hat der Server dich jetzt doch raufgelassen, ja? Jawohl. Er war so nett. Basti hat aufgeschlossen. Kannst du ja nicht kaufen. Weil man muss mal ein bisschen streicheln und lieb bitte sagen und dann geht das. Ah, es tut mir leid, ich habe ein paar zu viel Ballen abgegeben. Ja. Okay. Also das, was jetzt noch alles auf dem Feld ist, ist alles für uns. Ja, ja. Cool, das sieht doch gut aus. Das ist nicht gerade wenig, ne? Mann. Nö. Ja, das, also diese Ballenmission, die lohnen sich immer wieder, ne? Gerade so 45 und so weiter. Ja, natürlich. Habe ich jetzt gestern gerade erst gemacht, ja. Da bleibt immer gut was über. Ich habe es halt auch früher immer so gemacht, ich habe die Geräte gemietet und habe die direkt für alle Felder genommen zum Ballenpressen. Direkt mit einem Mietgerät alles durchgezogen. Das habe ich zum Anfang auch gemacht. Genau. Bis ich dann meine eigenen Geräte hatte. Wenn die Kohle eben ein bisschen knapp ist, kann man das gut machen. Ja, und dann war eben das Problem, dass, na sag doch mal, wenn wurde dann... wo dann eben Cosplay angefangen hat, mit an AG zu übergeben zum Parken und so weiter. Weil ich auch immer hinterher, wo ich dann meine eigenen Fahrzeuge hatte, habe ich ja Parkplätze dann zugewiesen und die sind dann immer von den Feldern abgehauen, wenn die fertig waren. Anstatt da oben rumstehen zu bleiben. Da habe ich dann öfter meine Fahrzeuge gesucht. Habe ich bei meiner aber auch. Die verschwinden dann einfach in ihrer Garage, wo sie hingehören. Und dann denkst du, hey, wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Mach einfach Feierabend. Und ich habe jetzt bei den Traktoren habe ich jetzt Parken ausgeschaltet. Ne? Und wenn die jetzt liefern und abholen, dann habe ich wieder das Problem, dass die mitten dann bei der Produktion stehen bleiben oder so und dann nicht nach Hause fahren. Ich bin gelandet. Ja, wir haben es bemerkt. Es war kurzzeitig still. Ist gerade kurzfristig Pause, ne? Na gut. So, ich wollte mal den Hof hier mal anschauen, was hier alles ist. Hier steht Hopfen. Hier steht kein Hopfen. Was? Da steht kein Hopfen, das sah nur so aus. Dachte ich vorhin auch erst. Bisschen lustig. Jetzt ist der Hopfen weg. Okay. Super Plus hatte irgendwie die Ränder begradigt, habe ich beim letzten Mal gehört, ne? Jupp. Ja, ich habe die Felder mal gerade gemacht und habe die auch zusammengelegt. Das sieht sehr ordentlich aus. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Wie immer. Ich gebe dir aber mein Safe-Game, dann kannst du das bei mir auch bei allen Feldern noch machen. Ach, hör mir auf, ich habe das bei mir im Singleplayer auch schon bei allen Feldern durch. Das ist echt grausam. Der ist mal anfängst, erstmal alles gerade zu flügen. Ich traue mich da nicht ran, echt. Ich lasse das so, wie es ist. Ich auch. Wenn es mir zu holprig ist, mache ich da ein bisschen mit dem Cosplay-Editor und dann gut ist. Ja. So, wo kann ich denn mit einsteigen hier? Was macht ihr so Schönes? Gar nichts. Wir sind gerade noch so an der Ballmission, aber die ist dann auch bald fertig. Jo. Kann ich hier im Wald irgendwas fangen? Du kannst gerne bei der Holz fällen, ja. Ja, dann machen wir das. Alles, was hier so steht, alles weg. Ja, bis auf die Kleinen, ne? So. Die fräsen wir weg. Geil, Chlor. Und dann auf 10 Meter einstellen, ne? Warte mal, 20 Meter steht der jetzt. Ne, maximale Schnittlänge. Die maximale Schnittlänge. Ja, ich sehe es gerade, ich guck mal eben. So. Stellen wir das ein und dann gehört das los. 10 Meter. Ja. Stimmt ja, der zweite Steier, den wir haben, der steht ja da oben vor der Fräse. Er steht hier, ja. Ich wusste da, irgendwo versteckte sich doch noch ein Steier mehr. Dann werden hier die Traktoren knapp hier bei so vielen Leuten. Ja. Müssen wir bald mal wieder aufstocken hier. War nur leicht. Kommt der Martin heute noch?
Weißt Ja, du er wollte so gegen es? halb wollte er. Ah, okay. So schrieb er jedenfalls. Dann wären wir ja heute mal komplett vollzählig. Martin Jo. noch das. Ja, ich stelle gerade fest, das macht hier keinen Sinn, wenn ich hier Holz säge. Nein. Warum? Ich schmeiß das Ding hier um und das leckt wie blöd. Keine Chance. Ach so, durch deine Ja. leichte Internetverbindung. Ja, ich kann ja das Fahrzeug jetzt auch noch nicht mal umdrehen. Ach halt doch, vielleicht auch. Wenn du willst, können wir auch tauschen, dann kannst du Bein sammeln, wenn Ah, das wäre es besser vielleicht ist. besser. Ja, dann steige ich eben da aus, dann mache ich eben Holz. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja nur Sonntag erst Holz gemacht. Ich wollte heute nicht schon wieder Holz machen. Ja, nee, dann lass mal tauschen, weil also ich Ja, habe es kannst jetzt gleich versucht, stehen. ich das hier nicht voneinander. Und mich wollt ihr nicht sehen, wenn ich Holz mache. Guck mal, ob ich im Steuer irgendwas machen kann hier. Ich sehe es eh nicht. Also übrigens, Tamara, ich habe mir das Ganze ja vorhin mal angeguckt. Wenn ich das tatsächlich mache, dann wird es ja wirklich ein größerer Umzug, ne? Auf 10 Meter wollten wir machen, ne? Ja, Genau. steht da schon. Ist auf 10 Meter. Nee, bei mir war 0 Meter irgendwie eingestellt. Ach so, du musst das Oder? extra einstellen. Okay. Ja, irgendwie schon. Sebastian, meinst du jetzt deinen Umzug von OBS Studio auf Stream OBS oder was? Hier Streamlabs, ja. Hallo Kannst Alex. du nicht die JSON-Dateien exportieren und dann dort importieren? Dann müsstest du aber fast alle Einstellungen wieder haben. Ja, die Einstellung habe ich schon drüben, das stimmt schon. Aber ich muss dann ja die ganzen Befehle und alles erneuern. So wie ich jetzt gesehen habe, müsste ich wahrscheinlich auch wieder über Desktop-Audio machen und nicht so wie jetzt, dass das Spiel direkt eine eigene Verknüpfung hat quasi. Hast Da muss ich du mich nochmal genauer mit schlau machen. Aber machen werde ich es wahrscheinlich. Wird bloß halt noch etwas dauern. Achso, und übrigens, Alex, vielen Dank für deine Punkte. was ich gelesen hatte dazu, dass das mehr Performance braucht, ne? Boah, das werde ich ja dann sehen, ne? Wenn das nicht geht, kann ich ja immer noch wieder zurückgehen auf Stream Elements. Irgendwer hat Musik oder Fernsehen im Hintergrund an. Ich habe Spotify Ah, laufen. nee, das hört, aber das müsst, ach so, im Stream dann auch. Ja. Ja, okay. Kann sein, dass das von hier kommt. Mein Sohn guckt Fernsehen. Ja, das kam von dir, weil das war so ganz ruhig und leise, weil ja, jetzt hat man einen Sohn auch gehört. Ja, Sebastian, der kommt dann. dein Spotify höre ich nicht, also nicht über den Discord. Ach so, ja gut, dann. Ja, das Ja, ich habe leider war. kein Computerzimmer. Ich auch nicht. Du hast aber auch keinen, der im Hintergrund Fernsehen guckt. Nee, meine Katzen schlafen gerade, also von daher, Ja, nö. das ist gut. Wie? Katzen schlafen auch mal? Nein, überhaupt nicht. Tagsüber, damit sie nachts Radau machen können. Nee, da sind so meine ganz pflegeleicht. Die werden jetzt so um 9:30 ihre 5 Minuten bekommen und dann ist auch vorbei. So.
Ich habe schon gleich 20% vom Feld 66. Yay! Wow! Applaus, 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 Applaus! Das ist sehr gut. Wer macht jetzt Holz? Ich mach gerade Holz. Also ich fäll zumindest die Bäume. Okay. Also, aber sie fällen nicht dich, ja? Dann ist nee, gut. Nee. Noch nicht. Noch habe ich es unter Kontrolle. Ach ja, ist das spannend. Weiß noch nicht, was ich morgen Abend baue. Wie wär's denn mit dem Zentrallager? Da bin ich jetzt gerade in meinem Singleplayer am Umbauen. Lass mal gut sein. Da bin ich schon Montag dran verzweifelt. Ich müsste eigentlich unten den Hof noch fertig machen, das letzte Stück. Muss ich noch ein bisschen leiser einstellen. Wie wär's mal mit abreißen? Was abreißen? Ja, was du gebaut hast. Nee, donnerstags mache ich ja mal einen Deko-Stream. Da wird nichts gefahren, nichts, gar nichts. Da wird nur dekoriert. Ich habe jetzt auch ein bisschen dekoriert am Hof. Randsteine bis zum Erbrechen werden da gelegt. Oh ja, Randsteine sind klasse. Ja, ne? Sehr empfehlenswert. Das zweifelhafte Vergnügen hatte ich jetzt heute auch. Das Geile ist, Montag habe ich meine Randsteine, die ich mal auf dem Samstag tagsüber gelegt habe, alle abgerissen, ne? Weil ja alles nicht mehr stimmt. Was ist zu leise? Das Airhorn? Dann muss ich das ja vielleicht noch mal ein bisschen lauter machen. Aber ich will ja nicht, dass euch die Ohren wegfliegen. So. Sehr schön. Ja, und ich habe das ja schon des Öfteren gesagt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch zwischendurch das Ganze mal über die quasi über meine Kanalseite in den Infos über die Bits machen würdet. Weil ihr wisst ja mittlerweile, wo die Bits hingehen. Na, Nachbar wird bei mir nicht klingeln. Hast du keine oder hören die noch lauter Musik? Ich habe welche über mir und neben mir, aber das. Aber zu neben mir ist eine relativ stabile Wand dazwischen, also. Das dürfte nicht so das Problem werden. Das sieht aus. Leute, ich sage es ungern. Ich glaube, ich muss aufhören. Das macht hier keinen Sinn. Oh. Ich kriege hier nichts voneinander. Das leckt ohne Ende. Ich kann hier nicht spielen. Oh, das ist natürlich schade, ja. Tut mir echt leid, aber ich brauche hier nicht weitermachen. Das geht ja nur noch ruckweise vorwärts. Aber du hast ich habe jetzt eben den Harvester schon umgeschmissen, deswegen. Tut mir leid.
Vielleicht probierst du es noch mal mit einer neuen Verbindung. Das ging doch Nee. sonst auch Versuchen immer. kann ich es, ob ich noch mal rausgehe und noch mal neu reinkomme, aber ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Die haben gerade wahrscheinlich dermaßen schlechtes Internet. Mein Sohn ist noch mit am Stream hier mit Netflix. Ja, der soll ins Bett gehen. Das können wir jetzt noch mal versuchen, wenn wir das jetzt noch mal ausmachen. Oder du arbeitest irgendwo auf der Koppel alleine, so wie ich. Aber mir leckt das, also wenn ich irgendwo vorbeifahre, wo Fahrzeuge stehen, dann leckt das auch. Und jetzt, wenn ich alleine auf der Koppel bin, dann leckt das überhaupt nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich gucke mal, ob ich irgendwas anderes finde, was was Ja. bringt. Ja, Andreas, ansonsten, ne, kannst ja, wenn du dann runtergehst vom Server, kannst du ja trotzdem im Discord bleiben, ne? Ja, natürlich. Ich guck mal, was haben wir hier noch an Missionen, was ich alleine machen kann? Da sind einen ganzen Haufen Ballenmissionen. Na, super. Oder fliegen. Ist noch Ja, besser. soll ich hier noch ein paar Missionen annehmen? Zum Ballen machen? Oder wir hätten hier was, was ist denn das hier? Zuckerrübenernte ist doch auch mal was Schönes. Auf der 78. Nee, die ist nicht dabei. Was haben Ah, wir denn schade. hier? Du 12, hast aber Feld 12. nur zwei LKWs dann als Abfahrer zur Verfügung, ne? Einen würde ich jetzt quasi noch mit dazu mieten dann. Ja, kannst du auch, weil die Auflieger haben wir ja am Hof stehen, die drei Stück, die sind ja da. Oder Flügen hätte ich hier noch auf der 46. Haben wir den Flug über? Ne, der ist gerade selber in Benutzung. Okay. Der ist schon in der Mission. Und die Mission dauert noch. Also da bin ich Also beschäftigt. die Dinger, die es dazu gibt, die möchte ich aber auch nicht mieten hier. Die kannst du knicken. Das haben wir ja schon. Ja, das bringt Ja. mit den Dingern echt keinen Spaß, ne? Nicht wirklich. Ja, ich nehme mal hier Ballenpressen auf der 61. Das klingt auch gut. Die habe ich heute gerade erst gemacht. Die kenne ich. Die nehmen wir mal. Was haben wir an Moin. Heugeräten über? Was? Oder kann ich das? Heugeräte, haben wir was über? Den Big M steht hier, habe ich gesehen. Ansonsten miete ich die Geräte dazu. Aber bis dahin müsste, also der Wender ist ja noch da und dann, also bis dahin müsste ja auch das Schwadern erledigt sein. Also da bräuchtest du eigentlich nicht mieten. Ja, ist okay. Nehme ich ohne. Gut, versuchen wir das mal. Wenn nicht, dann muss ich wirklich aufgeben. Na, wenn wir hier dann fertig sind, dann fange ich dann da mit dem Waltra an zu wenden und Daniel kann mit dem Fasttrack dann hinterher schwaden dann nachher, sobald ich dann ein bisschen was weg habe. Ich bin hier nachher auch bald durch mit Schwaden. Dauert nicht mehr so lange. Ja, ich komme hier noch nicht mal aus der Scheune raus. Kannst du Oh. knicken. Okay. Jetzt krieg ich hier in die Scheune geballert hier. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, dann hat das keinen Sinn. Die Internetverbindung ist dermaßen beschissen gerade. Ich krieg die noch nicht mal hier raus. Gibt's ja gar nicht. Nee, tut mir leid, Leute, ich muss aufgeben. Ja, ist dann halt so, ne? Ja. Schade, aber. Ja. Ich stelle den jetzt irgendwie so hin, dass er denn nicht ganz im Weg steht hier, aber es macht keinen Sinn. Echt nicht. Nee, tut mir leid, Freunde. Beim nächsten Mal wieder hoffentlich. Jo, kein Alles gut. Thema. Ich bleib mal mit im Discord drin, aber ich verlasse das Spiel jetzt. Alles klar. Ne? Tut mir leid. Ja, kannst du ja nichts dafür. Ja. Oder doch, wenn du Ist so. umziehst in eine Stadt, die mehr anbietet. Ich bin ja eigentlich in der Stadt. Das ist ja gar nicht weit, aber wir haben hier oben auf dem Berg halt eine dermaßen beschissene Verbindung. Hier liegt noch kein Glasfaserkabel. Dann Ist das buddel dir schlimm? doch selber eine Glasfaserleitung.
Ja, Mensch, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Ja, mietest du dir kurz im Shop einen Bagger und dann los geht es, ne? Mensch, das ist doch mal eine Idee. Hast du schon mal über LTE nachgedacht, einen LTE-Router dazu nehmen? Oder hat auch schlecht? Eher schlecht. Wir müssen mal Telekom noch mal gucken, was die jetzt vorhaben, ob hier mal was hinkommt oder nicht. Ansonsten denken wir da mal drüber nach. Es gibt da ja schon so eine Liste, wo wir uns angemeldet haben. Und aber wie gesagt, wann das dann soweit ist, weiß keiner. Ja, das kann mitunter noch relativ lange dann dauern, ja. Deswegen. Liste für bedürftige Multiplayer oder was? Oder wie heißt die? Ja, Liste? Genau. Ja, genau. Eine Liste besteht aus Papier und Papier ist geduldig. So sieht das aus. Wäre es okay, wenn ich hier in diesem Wald all das Gras wegmale zu Waldboden, dass ich diese Stumpen mal sehe? Ich sehe ja hier. Ich sehe hier gar nichts. Ganz ja, das machen wir ruhig, das macht eh Sinn. Okay. Du kannst aber auch du kannst aber auch einfach deine Brille aufsetzen, ne? Das hilft nicht wirklich. Nee, ich brauch noch keine Brille, aber ich raste trotzdem immer in den Stumpen ein mit den LKW. Angeber. Ja, er kommt bestimmt irgendwann. Bestimmt auch das Glück. Ja, und Heino, was macht ihr dann bei Brockmann gerade Schönes? Oh, das weiß ich nicht. Wieso, hast du Urlaub? Nee, krankgeschrieben. Achso. Aber bist du Arbeitskollege oder was? Nee, das nicht, aber er arbeitet beim Lohnunternehmer und ich, durch Zufall weiß ich ja, bei welchem Lohnunternehmer er arbeitet. Also. Aber das hört sich so an, als wenn sie waschen. Dann haben sie mich heute Morgen angerufen, wo noch Steine liegen. Die werden ja eingesammelt. Die liegen ja an der Fahrgasse. Jo. Ich hätte erstmal 2 Wochen krank geschrieben. Oh. Ich hoffe, nichts Ernstes. Naja, im Nackenwirbel hat sich ist eine kleine Wucherung und die klemmt auf den Nerv, wenn ich den Kopf nach hinten mache. Ein Scheibenvorfall. Nee, nicht direkt. Mhm. Da ist was da nicht hingehört. Oh. Ja, das ist dann natürlich blöd, ja. Oh. Dann nehmen sie was raus, stecken wieder was rein und haben ja ein neues Verfahren im FEK. Und na, abwarten. Jo. Ja, ich begrüße nochmal die neuen Zuschauer. Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es gefällt euch, was ihr hier seht. Oh, du hast 20 Zuschauer im Moment. Das ist schon mal ordentlich. Sehr grün, ja. Du fährst ein wenig neben der Spur. Ja, dann müsste ich die Linien jedes Mal verschieben. Mach doch mal. Nee, dann müsste ich sie ja wirklich jedes Mal verschieben. Ach, jedes Mal? Ach so, ich dachte einmal nur und dann... Nee, die muss ich jedes Mal, weil beim nächsten Mal könnte es jetzt gleich wieder passen. Ach schon, okay. Zwischendurch haut das irgendwie nicht ganz hin. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Ich habe mich da erst seit kurzem mit angefreundet mit dem Programm. Also alle Tricks kenne ich da auch noch nicht. Das nennt man auch maximale Arbeitsbreite ausnutzen. Der Rest kann die Ballenpresse so machen, ne? Kann auch mal hoch und runter fahren. Genau. Macht er sogar. Ich bleib nichts liegen, kein Krümel auf dem Felde. Ja. Das ist bares Geld. Ich hab doch jetzt auch schon fast 35% fertig. Hey.
Denn guck mal, Menian, jetzt passt es zum Beispiel jetzt wieder. Jetzt passt es, ja, tatsächlich. Warum hast du den Großen eigentlich nicht von Krone drauf? Den habe ich drauf, oder habe ich den nicht drauf? Doch, den müsste ich eigentlich drauf haben. Ja, reicht doch. Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was rumexperimentiert, ne? Der ist sowieso nur gemietet hier. Ja, das ist kein Wunder, dass er dann nicht richtig funktioniert oder einen Streifen stehen lässt. Mietfahrzeuge sind ja so und so nicht immer die besten. Wer die alle schon hatte. Genau. Ja, nein, der ist ja neu gemietet. Der ist ja nicht gebraucht gemietet. Dann ist er noch nicht eingefahren. Genau, dann ist es das. Irgendwas ist immer. Ja. Nee, das wird tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wenn wir dann irgendwann einen eigenen Schwader haben, dass es dann der 19 Meter von tatsächlich von Krone wird. Auch ein Schwadro, ne, oder? Ja. Ja, den habe ich auch. Der macht schon Sinn. Der schafft ein bisschen was. Schwadro 2000, kann das sein? Ist der das? Genau. Habe ich dann, glaube ich, auch. Ja, so heißt er auch. Den habe ich auch, ja. Der wirft ja aber bei mir im Singleplay ein paar Warnings raus. Beim Starten. Ja, ganz sauber ist er nicht. Das weiß ich. Ja, aber gut, solange das nur Warnings sind. Ja. Und das Spiel dadurch nicht allzu sehr beeinträchtigt wird, dann geht es ja eigentlich noch. Ne? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also dann ist das für mich auch nicht ganz so uninteressant. Aber ne, allzu viele Warnings möchte ich nun auch nicht haben. Nee, das. Man will natürlich sehen, dass man die Lok möglichst sauber hat. Das stimmt schon. Ja, mit Warnings kann man ja noch leben. Aber wenn du einen Lure da drin hast, dann. Ja, das hatte ich Montag auch. Montag auch noch. Nachdem ich einen Bluescreen hatte, hatte ich auf einmal Lua-Fehler im Spiel. Also weil hier was der Flut hat, ne? Ja, genau. Flut hat, hieß der. Kennt ihr eigentlich dieses Einachsgerät, was du in die Zuchöse hast und eine Achse hinten läuft hinterher mit einer Dreipunktanhängung? Das habe ich schon mal gesehen, ja. Das Snivelstück. Snivelstück, ja. Genau, so hieß das. Das habe ich zum Beispiel hinter dem Weg M500 und dann einen Kehrer hinter. Aha. Und das geht so easy. Ja, Tricks und Kniffe gibt es immer irgendwie, ne? Ja, wir haben nur leider ein Problem. Wir hatten den Big M 500 hier mit drauf zu Anfang. Der taugte nicht. Aber der mäht irgendwie zwischendurch nicht vernünftig und deshalb haben wir den wieder runtergeschmissen. Genau. Ja, das Problem habe ich auch. Aber wenn du den erstmal selber fährst und ihn dann richtig eingestellt hast, dann macht er das auch. Ich hatte mal zum Anfang hatte ich im Singleplay den Big X Cargo, den umgebauten. Mhm. Den mit 14 Meter. Nee, der Hexer, der hinten Anbau mit dran hatte, der, wo er sein Häckselgut Bunker dran ist und der Bunker dann auch abladen konnte. So. Okay. Ja, Problem war dabei, wenn du den mit Courseplay gefahren hast, musstest du 7-8 Vorgewende machen, weil Courseplay beim Rückwärtsfahren den Bunker als Hindernis erkannt hat, wenn er ein bisschen eingelenkt hat. Also hat sich dann immer selber blockiert. Und wenn der voll hat, hat Courseplay nicht angehalten. Also hat die Füllstand nicht erkannt. Das ist natürlich auch blöd, ja. Ich hab den nie ausprobiert. War für mich eher uninteressant. Er schaut den anfangs aus für Zuckerrohr, aber dann irgendwann hat er es nicht mal gebacken bekommen zu wenden. Irgendwie, und dann habe ich wieder runtergehauen. Ja. Sag mal, haben wir einen dabei, der auch LS 13 gespielt hat? Ja. Da gab es eine Zitan mit eingebauter Fahrgassenschaltung. Das weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her. Damals.
Ich habe den letzten auch gespielt, aber da kam ich auch nicht mehr dran. Doch, die war so gut. Auch nicht mehr dran, ne? Da konntest die Fahrgassen einstellen auf den jeweiligen Abstand von der Spritze, die du hast. Beim Düngerstreuer. Weil das ist ja immer eine Lücke und wenn der Drescher kommt und da steht nichts, dann bleibt er ja normalerweise stehen. Aber der ist da durchgefahren. Zu der Zeit bei 13. Ja, wie gesagt, da kann ich mich eigentlich auch nicht mehr dran erinnern. Und ich habe eigentlich LS13 auch viel gespielt. Ja. Ich bin Neuling, ich habe erst im Dezember angefangen. Vielleicht möchte ja einer der Zuschauer noch ein Follow da lassen. Soweit noch nicht geschehen. Ich würde mich freuen. Noch eins. Alle die noch kein Follow da gelassen haben, sind damit gemeint, Mensch. Auch wenn ich könnte, würde ich noch eins da lassen. Zwei oder drei. Ja, noch ein paar Twitch-Accounts machen. Ach, könnte ich. Ja, und unter diesem Link könnt ihr uns zurzeit beide, also Micha und ich, sind momentan online. Martin ist sonst auch mit online, aber der ist momentan noch nicht anwesend. Also mit dem Multistream ist echt genial. Aber es ist eben ziemlich zeitversetzt, ne? Ja. Aber ihr dürft ja trotzdem gerne mal bei den beiden auf die Kanalseite gehen und ein Follow dalassen. Gib dann auch ein liebes Dankeschön. Danke, Farmer Micha, für dein Follow. Vielen lieben Dank. Sebastian, danke für deine Werbung. Jo. Ich überweise dir dann ein paar Bits. Jo. Farmer Micha, moin. Moin. Oh, moin. Ja, Micha, du kannst ja mal die Töne auf meiner Startseite nutzen. Die Töne auf deiner... Ach so, mit den Bits, ja. Genau. Die kommen ja dann Tamara zugute, ne? Genau. Ja. Apropos Töne, ich habe heute meine neue externe Soundkarte bekommen. Für meinen Mixer, für meinen DJ-Mixer. Und DJ. Natürlich gleich. Ja. Und, ja, ich leg, also ich mach, ich mach, mach nebenbei elektronische Musik, leg ich ein bisschen auf und also nur für mich. Manchmal Privatpartys oder bei kleinen Outdoor-Veranstaltungen mache ich dann ein bisschen was. Ah, das ist Werbung. Ja, früher habe ich mal aufgelegt, aber das ist schon lang ist's her. Jetzt hast du zugelegt. Nee. Aber ich habe mich dann doch entschieden, was Vernünftiges zu machen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ne? Eine vernünftige Karriere. Ja, genau. Ja, willkommen allen neuen Zuschauern auch bei mir. Und ich poste gleich nochmal den Link rein, dass ihr uns auch alle sehen könnt, beziehungsweise die jetzt gerade online sind. Der Martin ist ja noch offline. Und wünsche euch viel Spaß bei uns in unserem Multiplayer-Projekt.
Genau. Yay, ich habe 45% fertig. Wow. Naja, auf alle Fälle, ne, habe ich ja die neue Soundkarte eingebunden und so weiter, ist eine externe und die geht dann auch direkt zu meiner Anlage als Monitorsystem, als Monitoring. Und was musste ich feststellen? Mein 15-Meter-Kabel, was vom Schreibtisch zur Anlage ist, ist nicht ganz in Ordnung. Yay! Natürlich habe ich das vorher nicht getestet, sondern direkt verlegt. Joa. Jetzt darf ich wieder nochmal alles neu machen. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Ja, aber das Schöne ist, die hat Toslink-Kabel. Das heißt, ich kann direkt mit dem Toslink-Kabel in die Anlage reingehen. Dann freuen sich meine Nachbarn auch wieder. Hören Sie endlich mal wieder gute Musik. Ja. So, das haben wir fertig. Das ist sehr schön. Ach ja. Ach, mal gucken, ob ich das heute noch so fertig bekomme. Das Feld. Wie lange machen wir denn eigentlich? Halb zehn, zehn? Wie immer? Ja. Ich weiß nicht, Daniel, magst du gleich hier die Ballen weiter zu Ende sammeln, oder? Ja, mache ich dann. Ne? Und dann zu uns ins Ballenlager, ne? Jo. Was cool wäre über Discord oder so, ne, wenn dann so diese CB-Funkgeräusche dann wären, wenn man dann aufhört zu reden, dass dann so kommt. Aber dann bitte ohne Roger und kommen, ja. Ach, du heißt Roger? Ich dachte, du heißt Andreas. Ja. Hier. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Hast du einen Doppelnamen, ja? Ja. Ah, okay. So, dann werde ich jetzt einmal das Fahrzeug tauschen, dann werde ich jetzt den Big M übernehmen und werde dann auf Feld 61 anfangen zu mähen. Nee. Mäh, mäh doch selber. Nee, ich mach grad Holz. Ich und mein Holz. So sieht das aus. Roger Holzer. Ach ja, Mann, ist das spannend. Aber kommst du mit dem VCA jetzt besser klar, ja, ne? Oh. Anfangsschwierigkeiten zum Einschalten und so weiter. Das muss ich echt noch. Undertaker. Das ist eine reine Tastenbelegungsgeschichte. Das war bei mir auch so. Ja, ich muss das. Vor allen Dingen, ich habe das zum Anfang mal genutzt, ne, aber dann schon lange nicht mehr, weil ich alle Felder mehr oder weniger jetzt per Cosplay habe, ne, die ich habe. Und da macht man nicht mehr viel. Da schickt man die dann vom Hof los und gut ist, ne? Hof zu Hof. So, und der braucht eigentlich gar nicht erst großartig eingeparkt werden, weil der wird ja nachher eh schon bald wieder benutzt. Der bleibt dann mal hier irgendwo an der Kante stehen. Also für mich bist du noch mitten auf der Straße im Stream. Ich bin schon längst auf dem Hof. Ja, du fährst jetzt gerade rum zum Hof. Er ist auf dem Also Hof und streamt. bei mir nicht im Stream. Ah, der Martin.
Ja. Er versucht es. Hallo, Martin. Habe ich Spiegel gequetscht? Na, geht weiter. Hallo, Martin. Na. Ein Verlust haben wir schon zu beklagen. Keine gute Internetverbindung. Kann heute nicht, darf heute nicht spielen. Ja, der Minion mag heute nicht mit uns spielen. Doch, mag ich sehr gerne, darf ich bloß leider nicht. Die Telekom hat da was dagegen. Also. Oder dein Sohn vom Stream. Oder dein Sohn beim Streamen. Ich werde es gleich nochmal versuchen, wenn der Fernseher hier gleich aus ist. Vielleicht habe ich da nochmal eine Chance. Also der muss doch jetzt ins Bett, oder nicht? Ah, man hat ja Ferien, also. Also. Ach ja, liebe Zuschauer, so ist das. Meine Frau sagte gerade, sie hat noch einen Download am Laufen. Das ist ja auch kein Wunder. Würde sie bauen. Eine Lache, ey. Ja. Eine kleine Dackatrine ist das hier. So, ja. Wer ist denn jetzt auf Feld 45 unterwegs? Icke. Alle außer ich. So, dann wir mal mein Mikro auch anhab. Mal gucken, ob das jetzt endlich mal geht. So, wieso tankt der jetzt nicht? So, jetzt müsste es aber gehen, genau. Hallo Big M, warum tankst du nicht? Einmal aussteigen, einsteigen, dann macht das auch meistens. Nee, ich war wahrscheinlich zu weit vorgefahren schon. Nein, Sebastian hat kein Benzin bezahlt, ne? Genau. Letzte Tankrechnung nicht bezahlt. Nee, eben, die war so teuer, die konnte ich mir nicht leisten. Ich bin einfach so von der Tankstelle weggefahren. Das fällt. Kann man machen, nur einmal. Ah, meine Stümpfenfräse ist wieder da. Ja. Ich habe hier mal ein bisschen gemalt. Jetzt sieht man auch die Stumpen wenigstens. Wieso, du hättest nur mit der 4 mit F4 eigentlich machen können, ne? Ja, hätte ich machen können, aber ich mag das nicht so die ganze Zeit in diesem F4-Menü da zu sein. Oh. Das macht doch erst recht Spaß. Nee. Black Tulip eigentlich nicht viel. Die könnt ihr fangen und dafür kriegt ihr dann Punkte. Bloß dafür die Punkte muss ich mir nochmal irgendwas einfallen lassen. So weit bin ich noch nicht. Ach stimmt, das war ja der, wo ich ja wieder... Ausrufezeichen springen. Dann springst du. Das ist ja cool. Ausrufezeichen und dann springe ich. Das muss ich mal testen. Wenn ich vor dem Sound stehe. Bei mir hat es nicht geklappt. Ich bin sitzen geblieben. Ja, wenn du bei mir in den Chat Ausrufezeichen springen schreibst, Mensch. Dann weißt du, warum du sitzen geblieben bist. Weil du zu schwer bist. Ah, daran liegt's wieder, ja. Ich dachte in der Schule nicht aufgepasst. Ja, das auch, ja. Also wenn man bei mir Ausrufezeichen springen eingibt, passiert gar nichts. Nur nee, weil du bei die Team-Avatare nicht hast. Nee, weiß ich ja. War ja jetzt auch nur, ne? Siehst du, jetzt fahre ich hier fast in den Graben. Ich bin heute noch gar nicht in den Graben gefahren. Ach, fast. Ach doch mal, Mensch, das fehlt ja doch noch. Nee. Das mache ich nur mit dem LKW. Sonst macht das keinen Spaß. Und da muss der auch voll geladen sein, dass man den nicht mit genau. dem rausgezogen bekommt, händisch. Genau. Aber der Martin ist ja jetzt da. Genau. Nö. Es ist doch selber seine Aufgabe, dort reinzufahren, wieder rauszukommen. Er hat das letzte Mal geschafft. So,
So. Dann schauen wir mal. Astrim, fühlt ihr euch noch wohl? So, welche von den beiden war denn jetzt eigentlich die 61? Ich glaube, die untere, ne? 61 ist die untere, genau. Das unterste Feld. Wieder schön mit den Windmühlen mittendrin. Klasse. Naja, wie sich das gehört für dich. Soll ja nicht zu einfach sein, ne? Na. Und du sollst doch nicht jedes Mal rummeckern, dass du... Ja, Micha, wenn dir das Flügen so langweilig ist, ich kann dir auch gerne den Harvester überlassen. Also Flügen ist sowas von spannend. Ne? Lass mal gut sein. Ja, Micha, da kannst du aber nicht in den Graben fahren. Ah, weißt du, was ich alles mit einem Harvester kann? Das glaub mal. Wenn er sich anstrengt, schafft das. Er muss noch weit hinfahren. Mensch, der Micha wird den dann aufs Dach legen. Ja, nicht okay, nur das. Wäre auch nicht gut. Und dann kriegt man doch keine Bäume mehr raus. Also das wäre dann ein Harvester mit Hagelschaden, wenn ich fertig bin. Die fängst du, indem du Ausrufezeichen springen bei mir in den Chat reinschreibst. Sobald da wieder welche sind. Ich kann ja gleich nochmal wieder welche reinschmeißen. So, hallo, wir sind jetzt... Dachte, ach ja, doch, ich wollte gerade sagen, ich sagte ohne Aufbereiter. Aber das wird ja erst heu, wenn da gleich mit dem Wender nachher drüber gegangen wird. Genau. Zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu. Heu, ja. Heu, heu. Ach, der Erbsen. Mann, was für... geistreiche Gespräche wieder. So, jetzt dürft ihr erstmal wieder ein paar Sterne fangen. Ja, genau, so wie du das schon geschrieben hattest, genau. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Martin, bist du dann auch gleich online? Also streamst du auch gleich? Ich bin doch schon lange online, ich bin doch schon seit 7 Minuten online, also... Ah. Also hier im Stream wird das ja, also Multistream bist du noch offline. Du musst, ja, du musst den Multistream einmal aktualisieren. Einmal ich. Aktualisieren den Multistream. Ja, genau. Das Problem hatte ich nämlich letztens auch. Ich schreibe mal den Befehl wieder mal in den Chat rein. Dann einmal neu draufklicken und schon ist dann der Martin auch zu sehen. Ja, genau, und ich hau den Link auch noch mal rein. Jetzt sind wir ja alle drei da. Muss jetzt halt gehen, ne? Ja. Der Martin, ich sehe den Martin. Mensch, schon wieder der Baum aus dem Harvester gefallen, ey. Mal wieder mit hier rüberschmeißen. Martin, hast du gesehen? So ein Superplus folgt dir jetzt. Ja, so ein Superplus. Hab mal ein Foto da gelassen. Das ist sehr schön. Ja, jetzt habe ich vor einer Minute... Ich hatte ja einen anderen Bildschirm das rübergeschoben gehabt. Das tut ja so OBC, wenn ich Multi aufmache, tut ja ein bisschen hinter verdecken, deswegen.
Ja, ich kann leider kein Follow da lassen. Na, du hast den ja schon von Anfang an. Genau. Ich habe auch schon ein Follow da gelassen. Ja, ich weiß. Tu mal hier alle dünnen Bäume wegballern, ne? Ja, ja. Die brauchen wir ja eh nicht. So weniger muss ich mit den Harvester machen, das kommt mir zugute. Ja, vor allen Dingen hast du bei den Dünnen mit dem Harvester oft mal die Probleme, dass er Äste dran lässt, ne? Ja. Ach ja. Oder ganz verschwinden. Oder ganz verschwinden, das kann auch mal passieren, ja. Wie gesagt, den Waldboden habe ich jetzt eigentlich direkt so groß gemalt, wie das Gebiet hier ist, also. Ja, das steht ja bis vor. Naja, bis dahin habe ich auch gemalt, also bis dahin, wo ich die Erlaubnis hatte zu malen. Das ist schon noch ein ganz schönes Stück. Aber jetzt will ich auch, warum Basti hier das weg haben will. Weil er will seine Millionen verdienen. Genau. Ein dickes Industriegebiet hin. Zumindest ein Teil der Millionen. So. Also ich bin ja gerade am Überlegen, ne? Wie, deine Millionen schon anzulegen? In Bitcoins oder was? Theoretisch bräuchte man Feld 61, vielleicht sogar bloß Main. Wegen den Ballen, die übrig geblieben sind. Und dann mit unserem eigenen Heu abschließen. Ja, aber das Gras musst du ja dann trotzdem einsammeln oder willst du es liegen lassen? Kann man ja trotzdem mitnehmen. Ja, wir können das ja trotzdem zu Heu machen. Wenn unser Ballenlager dann voll ist, dann wird der Rest Heu halt nach der Mission dann halt verkauft. Ja. Oder könnte man das noch zur Silage jetzt machen? Weil das geht bestimmt nicht. Nee. Dann darfst du es nicht komplett wenden. Also dann müsstest du die Hälfte des Feldes freilassen. Gerd, 8% sind die Dinger hier auf dem Hof. Ach nee, Basti, ich glaube mir mal hier drüben den etwas besseren Träger, dass ich nicht immer die Maus hoch und runter bewegen muss, ne? Mach das. Und schick den anderen dann gleich zum Hof hin. Huch. Muss ja wenden. Obwohl, es wäre theoretisch eine Überlegung wert. Ich mach das hier jetzt zwar mit Breitablage. Das Ganze zu schwaden und dann mal versuchen, ob man das aufpressen könnte. Ganz normal als Grasballen aufpressen. Kannst du? Meinte ich ja. Kannst du? Ja, in Zähl geht das auf jeden Fall. Das kannst du auch bei Missionen machen. Das ist mir nämlich schon mal aus Versehen passiert. Da hatte ich eine Heumission und habe dann das Gras schon gepresst. Du hast die Lage dann draus machen, oder? Ja, genau. Das mache ich immer so. Auch mit Heu. Das ist immer erst Graspressen und dann bei mir Heutrocknung packe ich das dann rein. Und fahre den Ballen rüber. Ja gut, und wir könnten dann halt den Fermenter bauen und packen das bei uns im Fermenter, ne? Also da gibt es ein bisschen mehr Geld als Heu. Eben. Wann seid ihr alle geldgierig? Geld ist wichtig auf der Karte. Ja. Wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir zu Geld kommen, ne? Hatten wir den Fermenter neulich überhaupt schon gebaut? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, da waren wir uns noch nicht einig wegen Siliermittel, weil das schon relativ teuer ist. Im Einkauf. Ja, ob du damit boosterst oder nicht, oder was meinst du? Ja, der Fermenter funktioniert ja nur mit Siliermittel. Ja, nur mit Siliermittel. Ja, der geht gar nicht, oder? Aber du brauchst ja, den ja, brauchst du ja nicht komplett voll zu machen, ne?
Nee, aber das verbraucht sich auch relativ langsam, aber es ist halt trotzdem teuer, ne, wenn du mal so ein. So, habe jetzt mal was bei mir reingeballert. Hallo Daniel, schön, dass du das erste Mal bei mir im Stream bist und auch mit mir chatten möchtest. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Wer ist bei dir im Stream? Daniel. Da gibt es ja mehrere von. Ja. Soll es ein paar mehr geben? 011 21 979. Also. Und danke für dein Follow. Wie du siehst, ist das hier höchst spannend mit der Flugmission. Michael, da ist richtig Spannung. Ja, es sind Gräben da. So, es ist immer die Frage, schafft er da zu wenden am Ende des Feldes oder nicht? Ich glaube, bei euch laufen doch intern Wetten, ne? Ob es klappt oder nicht, oder? Ja, wann der Dreck am Graben liegt, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, wann der Drecker im Graben liegt. Naja, macht euch mal lustig über mich. Macht es mal. Machen wir uns nie. Nein, überhaupt nicht, ne? Genau, wir sind nur schadenfroh. Genau. Genau, Daniel, flügen muss man auch mal. Ja. Aber so kann man auch ein bisschen die Landschaft genießen, den Leuchtturm bewundern, wie er da so rumsteht. Es gibt schon nebenbei noch Aufgaben zu erledigen. Wo ist der Graben? Ah, ich sollte mich nicht immer ablenken lassen. Also bis jetzt habe ich 66% des Feldes gepflügt, unfallfrei, möchte ich nur mal sagen, ne? Unfallfrei. Das kann sich noch ändern. Respekt, Ja, mein Lieber. so, bin ich bei meiner Aufgabe. Ach, den hier vorne soll ich ja wohl auch da sowas wegmachen. was? Na, so wie hier vorne der Baum, oder? Ja, kannst du wegmachen, Warte, aber. ich ramme mal schnell hin. Der hier. Ja, Gut. da kommt eh bloß so ein ganz dünner Stamm raus. Lohnt sich nicht wirklich. Ja, liebe Zuschauer von Micha, ihr dürft auch gerne bei mir oder bei Martin reinschauen. Ach, Und siehst du? gerne bei beiden ein Follow da lassen. Wir würden uns beide freuen. Der Martin ganz besonders, da der Martin gerade erst am Anfang ist. Ich habe jetzt auch noch mal den Link reingemacht bei mir zum Multistream. Wenn man den Link aufruft, sieht man alle Streams gleichzeitig auf einer Webseite. Und in dem Stream-Chat oben drüber sind dann Karteireiter mit den einzelnen Namen, wo man dann hin und her switchen kann zu den in die einzelnen Chats und dort schreiben kann, wenn man möchte. Das bedeutet nicht, ich will euch nicht loswerden oder so. Ihr könnt natürlich auch gerne bei mir schreiben. Kein Thema. Aber so habt ihr dann alle in einem Bitte schön, Chat. da hast du den Link zum Multistream. Ah, Multistream, da habt ihr ja volle Kontrolle hier, wer hier was macht. Ja, ich hab hier voll meinen Kommandostand. Es ist wie so eine Überwachungszentrale. Ja, ich sehe alles. Ich sehe auch alles. Wenn ich gewendet habe, kann ich mal ganz kurz meinen Laptop in die Kamera halten, wie das dann bei mir aussieht, also meine Kommandozentrale. Ja, bei dir sieht man ja eh nur das Leuchten im Gesicht. Ist das zu hell? Hast du die Kamera eigentlich gerade an? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich habe die jetzt gerade wieder angemacht. So, und Nur gut, dass ich meine aus habe. so sieht meine Kommandozentrale aus. Ist ein bisschen undeutlich, ist ein bisschen. Also da sind dann alle Streams drauf.
Das war meine kleine Überwachungssystem. Vielen Dank, Simoplay, für deinen Follow. Ja, genau. Wollte ich gerade auch reinschreiben. Simoplay Micha. Micha kommt mir bekannt vor, der Name. Ich kann, weiß aber jetzt nicht, woher. Mann, Mann, Mann. Hast du schon Alzheimer? Oh. Wo bin ich? Was mache ich? Das weiß ich nicht. Oder hast du heute schon zu lange gearbeitet an der Marsch? Es ist jetzt mein erstes Marschspiel heute. Marschspiel, hört sich auch gut. Och, da geht er auch wieder nicht runter. Ich habe heute mal ganz normal gearbeitet. Sowas sollte auch vorkommen. Also Basti, der geht auch schon wieder nicht runter. Da muss ich auch wieder den Maus bewegen. Was sagtest du ihm? Ich habe gesagt, bei denen geht auch wieder, muss ich auch wieder den Maus bewegen, dass der wieder runter geht. Das hatte ich vorhin aber auch. Du kannst die Brux, glaube ich, gar nicht mit V runter machen oder so. Du kannst es nur mit der Maus natürlich machen. Natürlich mit V. Ja, also bei mir ging das vorher nicht. Ich konnte das nur mit der Maus machen. Nee, bei mir geht das auch nicht, weil ich muss immer mit der Maus machen. Nur bei den großen Maschinchen, wie es aussieht. War das mal wieder eine tolle Wendung von mir? Ohne den Graben? Ich bin echt begeistert. Respekt. Spiel, Spaß, Spannung. Ja, und wo ist das Ürei jetzt? Das brüte ich gerade aus. Lob dich nicht zu früh. Irgendwann klebst du vielleicht doch noch mal im Graben. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, aber dann habt ihr mehr zum Lachen und könnt dann sagen, haben wir es nicht vorher gesagt? Ist doch auch was, oder? Naja, und dann müssen wir mit der Abschleppstange kommen und dich rausholen. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Abschleppstange. Ich habt ihr den Mod noch drauf? Ich habe den wieder runtergenommen. Da gibt es ja Abschleppseil, ne? Gibt es ja einen Mod dafür. Genau. Abschleppstange, ja. Genau. Den hatte ich mal drauf und dann probiert und mich dann doch für Superstärke entschieden. Ich wollte gerade sagen, also meine Abschleppstange heißt Starker Bauer. Ja, und meine auch. Hielt ich dann auch eher für sinnvoll. Geht schneller. So, wir bräuchten dann langsam aber sicher mal jemand, der hier die ganzen Bäume mal holt, dass ich nicht hier über die Bäume fahre und... Ja, ganz schön was weggeholzt wieder. Ja, Menien, rauf auf den Server. Los. Ich werde es nachher nochmal versuchen. Ja. Ja, so wie Montagabend. Ich habe ja Montagabend noch bei Sibbers Husum reingeguckt. Es ist tatsächlich das eingetreten, was ich vermutet habe. Er hat sie beide gekauft. Klär uns auf. Er hatte sich ja in Dänemark bei der Firma Underberg. Vielen Dank fürs Folgen, Luki 90456. Danke, er hatte sich in Dänemark bei der Firma Underberg für seine Frau einen 311er Fan angeguckt. Und für sich selber ein 415er mit Frontlader. Aha. Und er hat sie tatsächlich beide gekauft. Beide? Ja, und hat seine beiden Deutz, also den 610er und den 616, auf eBay reingestellt gehabt. Der eine, der 610er, hat einen Frontlader. Und der 616 ist zumindest nicht mehr auf eBay. Ich denke mal, der ist tatsächlich schon weg. Niklas, vielen Dank fürs Folgen und Nabend. Alice Zocker 73, vielen Dank für das Folgen. Ich wollte dir da jetzt nicht dazwischen quatschen. Darum erst so ein bisschen später das Dankeschön. Ja, soweit eigentlich ganz gut. Und selbst? Ja, da haben wir die nächste Bahn fast unfallfrei geschafft. Ich bin begeistert.
Ach, ein kleiner Schleimer. Wieso ein kleiner Schleimer? Ich bin von mir begeistert, dass ich gerade ausfahren kann. Mit Hilfe. Ja, VCA geht das auch, ne? So. Müssen wir wieder nach rechts, ne? Und rechts war. Oh Mann, das. Ja. Das Mähen hier unten, das zieht sich aber auch in die Länge. Ja. Warum setzen wir nicht einen Assistenten ein? Nö. Also ich glaube, dann hast du ja gar nichts bei so viel. Also wir sind ja jetzt so viele Spieler auf dem auf der Map. Dann kannst du ja, machst du ja gar nichts, dann stehst du ja die ganze Zeit daneben oder so, ne? Na nö. Nö, er hätte doch im Auto sitzen, im LKW sitzen können. Der Contract hat TG. Zu finden auf GitHub. Ich hab mal Kaching gemacht. Oh, es ist Geld reingekommen. Direkt aus dem Ausgeben. Na, haben wir das Geld für den Grubber, den ich gekauft habe, ja schon fast wieder drin, wa? Dann können wir ja auch einen zweiten Grubber kaufen. Okay, meine Vorschläge sind nicht immer die besten, ich weiß. Ich bin dafür, wir kaufen Micha noch einen zweiten Flug. Ja. Nee. Aber Micha, dann wenn wir zwei Traktoren gleichzeitig fliegen. Bitte. Dann nutze ich Cosplay. Nee, das verbieten wir dir. Musst immer nur her springen. Ja, geil. Bei den großen Feldern könnte das fast funktionieren sogar. Nee, also ich würde tatsächlich sagen, wir bauen gleich den Fermenter. Ja, können wir machen. Damit wir dann das Gras dann zu Silage verarbeiten können. Ich habe gerade bei mir im Stream nochmal den Multiview-Link reingesetzt. Damit sieht man dann uns drei, den Sebastian, den Martin, meiner einer im Multistream, kann man sehen, wer gerade was kaputt macht, gegenfährt, in die Gräben fährt oder auch vernünftig arbeitet. Kann das sein, dass die Baumstammlänge nicht so ganz passt, oder wie sieht das aus? Passt nicht auf den Anhänger drauf, ne? Was ist denn das für ein Anhänger, der 20 Meter, ne? Ja. Ja, dann wäre es eigentlich besser, wenn wir 9 Meter Stücke sägen, weil... Ja, wahrscheinlich. Das sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus. Ja, wenn du dich nur ein Stückchen bewegst, dann sind die Holzstämme weiter nach hinten versetzt. Genau. Das ist das Problem. Du musst eigentlich anhalten... Dann die Ladetaste drücken, dann wieder laden beenden und weiterfahren. Dann sind die vordere wahrscheinlich zu weit nach hinten gerutscht dann, ja? Genau, genau. Oder du lädst nochmal alles ab und lädst neu auf. Oh oh. Fast umgekippt. Ja, bitte. Dim-dim. Hey, Martin. Was? Ich wollte euch nur mal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also. Zum Nachdenken? Okay. Was macht der da? Ich frag mich gerade, ob das Fahrstuhlmusik war oder Flugmusik. Ja, Flugmusik für dich zum Graben fahren. Also, ne? Martin, du hast mir das vorgemacht, in den Graben zu fahren. Bei der ersten Kartoffelernte. War nicht wahr. Da bist du jetzt aber ganz kleinlaut, ne?
hoffe jetzt mal, dass der Helfer da jetzt gerade langkommt. Ach, da fährt jetzt gerade das Fahrzeug wahrscheinlich weg, wo ich jetzt gerade reinspringen wollte. Reinspringen, nicht davor springen. Wollte mir nämlich gerade die Schwader holen. Willst du Schwader, dann machst du Schwader, du. Habe ich kein Problem mit. Dann machst du das. Weil mit diesem Programm kenne ich mich eh noch nicht aus. Muss ich mich mal befassen. Aber ich bin rausgestiegen. Aber Martin, du sagtest gerade, meine Kamera, also mein Gesicht wäre so hell, ne? Ist das so? Also sehen die anderen das auch so? Es geht. Ich schalte meine Aussehentacke aus, Sebastian. Ja, geht gleich. Irgendwie. Nee, ist okay, aber. Also. Finde ich jetzt nicht übertrieben. So, also bin ich doch eigentlich ein leuchtendes Vorbild, ne? Kann man so sagen, ja. Kam mir das da eben so merkwürdig vor. Der sprang nämlich gleich an, als ich da eingestiegen bin, genauso wie der. Wie der ja, Weg. Weil irgendjemand hat was umgestellt, weil ich das auch vorhin schon rein bin und das, geht ja mal gar nicht. Basti, kannst du den Big M gleich nochmal richtig reinstellen? Ich habe den jetzt einfach so stehen gelassen. Mit dem bin ich ja an der Arbeit. Wie, du fährst mit dem Big M zur Arbeit? Das ist ja auch cool. Ja, klar. Muss sich ja lohnen. Dann komme ich gleich mit der Presse hinterher, Sebastian, ne? Jo. Habt ihr den Mod? Ich hatte jetzt letztens in der Mod-Vorstellung gesehen, dass jetzt ein Mod gibt, wenn du mähst, dass dann auch die Büsche an der Seite dann abgemäht werden, wenn du über den Feldrand hinausfährst und so weiter. Ja, bin ich persönlich aber nicht so begeistert von. Würde ich jetzt auch nicht haben wollen. Hey, kann man ja machen. Wachsen die Büsche dann auch wieder nach? Oder nee, die bleiben dann gleich weg. Das ist, ja, das ist dann der Nachteil dabei, ne? Verunstaltung der Karte. Ah, du kannst ja dementsprechend dann auch wieder Büsche pflanzen hinterher, ne? Ich meine, ist natürlich realistischer, wenn du mit einem Mähfahrzeug durch Büsche fährst, dass die dann weg sind. Aber auch wenn die jetzt nicht komplett weggeholzt sind, dann kommen die ja auch wieder. Im Realen. Ja, realmäßig ja. Die wachsen wieder nach. Ah, scheiße. Soll ich Silbermittel kaufen für die Presse? Haben wir nicht, glaube ich, sogar noch irgendwo einen Tank stehen? Nee, das war auf der Rostock, wo wir einen gekauft haben. Ja, stimmt, das war auf der Rostock, wo wir einen gekauft haben. Ja, kauf die 5000 Liter Palette. Genau, die ist ganz hinten, die ist am billigsten. Die macht am meisten Sinn. Kann man die nicht den Rest noch in den Fermenter reinkippen? Ja, kann man denn. Ja, das müsste ja auch gehen. Dann ist es ja doch nicht ganz so teuer. Kann man auf Fermenter gehen. Wir rauchten da schon wieder. Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe meine E-Zigarette. Oh, man nicht haben. Irgendwas will, muss man ja nebenbei machen. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich bin schon 83% unfallfrei. Na, wollen wir mal sehen, ob du die letzten 17 auch noch unfallfrei schaffst. Jo. Es werden Wetten angenommen. Ist ja wirklich günstig, die Palette für 5000. Ja. Ja, die ist echt gut. Haben wir der lieben Tamara zu verdanken. Aha.
Ja, vielen Dank euch beiden für die Punkte. Ist Tamara bei dir noch im Stream? Das kann ich dir im Moment nicht sagen. Ah, okay, Tamara, bist du noch anwesend? weil ich Glaube aber hätte. nicht, da sie ja wahrscheinlich nur übers Handy guckt. Weil ich hätte da noch 1.000 bis 5.000 Fragen an Sie. Das solltest du denn vielleicht besser per Privatnachricht machen. Boah. Ist jetzt nichts streng Geheimes, ne? Boah, das wäre jetzt gerade mal eine Gelegenheit. Aber dann schreibe ich ihr eine Nachricht über Discord. Ist ja, Ja, sollte das dann muss nicht ja. unbedingt im Stream sein, ne? Das kann man auch privat machen. Nee, es ging ja um LS, es ging ja um Mods allgemein. Da sie ja auch so eine Deko, also da sie ja auch viel dekoriert und so weiter, hätte sie mir da vielleicht die Fragen beantworten können. Wenn sie Sag doch jetzt da gleich gewesen eine wäre. Deko Queen. Ja, genau. Tamara, unsere Deko Queen. Ach ja. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch gefällt unser Multistream noch. Ja, wenn nicht, dann wird er ja nicht mehr da, ne? Haha, doofe Frage. ja, und falls es noch nicht geschehen, dann lasst doch gerne bei dem Sebastian, bei dem Martin und bei mir einen Follow da. Somit verpasst ihr dann auch nicht, wenn wir das nächste Mal online gehen. Unser nächster Multistream wird dann auch am Sonntag sein, ab 18 Uhr, wenn nicht kurzfristig etwas dazwischen kommt. Basti, wenn ich auf Desktop, Audio gehe, was passiert? Und da kann ich da auch andere Sachen mitmachen oder? Ne, eigentlich nicht. Ja, die kannst du noch ein bisschen einstellen, ja. Ja gut, werde ich dann beim nächsten Mal machen. Ja, ich habe bei mir jetzt die ganzen Audiokanäle getrennt bei OBS. Ja, ich habe nur ein, zwei, das Mikro und Ja, aber ich habe ja den Discord, ne? Den Discord, das ist jetzt ein eigener Audiokanal. Das Spiel ist jetzt ein eigener Audiokanal und ja, mein Mikro ist auch ein eigener Audiokanal. Das ist über. Benutzt du das OBS Studio? ja. Da gibt es Audio Capture. Damit kann man dann einzelne Fenster dann capturen. Und damit ist es dir dann auch möglich, dass du, ich musste ganz kurz wenden, dass du dann auch so wie der Sebastian im Stream Musik abspielst, also Spotify, also Lizenzmusik abspielst, ne? Die aber in der VOD-Datei, also im VOD, für Twitch nicht aufgezeichnet werden und später auch beim YouTube nicht aufgezeichnet werden. Und somit werden die nicht stumm geschaltet, wie es bei Twitch ist, oder bei YouTube komplett gesperrt werden. Das ist dann möglich damit. Musst du aber allerdings dann die Spuren auch so einstellen. Genau. Ja, Spotify habe ich ja auch, deswegen. Na, also quasi, ich habe es bei mir, ich habe auf 1 habe ich den Stream komplett mit allem und auf 2 ist dann der laufen quasi die VODs und da ist dann Spotify abgestellt. Ja, ich hab's so ähnlich. Ich habe auf 1 das VOD laufen und auf 2 dann eben das andere, ne? Und 3. Denn komischerweise im Stream kriegst du keinen Ärger von Twitch, wenn da keine nicht lizenzfreie Musik läuft. Aber außerhalb des Streams kriegst du dann leichter was Ärger. Das ist ja auch, ist, ne, das, das, also.
Wenn die das machen würden, dann hätten die ein ganz großes Problem mit den ganzen Music-Streams, die ja laufen, ne? Dann würden ja die ganzen Streamer abwandern, mehr oder weniger. Würden die ja ihre Einnahmequelle verlieren. Ja, da fällt mir wieder ein Ball, Ästchen runter. Aber wir brauchen wirklich jemanden, der freiweg nur wegfährt. Der Super-Plus-Zocker, der zieht ja nur so raus. Ja, ich ziehe ja voll durch, ich sehe schon. Du kommst gar nicht mehr mit eins. Alles weggeholzt. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin jetzt schon bei 90%. Sag mal besser nichts. Ach. Micha, vielleicht hast du das Glück und darfst am Sonntag das Feld nochmal flügen. Wieso? Wenn er keine Datei speichert. Ja, Basti könnte ja mal aussehen, das Speichern vergessen. Ach, du meinst wie unsere Proberunde, ja? Genau. Genau. Ah, ja. So, der dritte ist schon voll, wird voll. Zwei sind schon voll. Wer passt denn überhaupt rein? Wie viel Holz in das Holzlager? 4 Millionen. Wow. Wie viel haben wir schon? Fast 1 Million. Wow. Wie Das wir haben. reicht dann ja schon für die erste Verlobung nachher. Wir haben mehr Holz als Zuschauer. Oh. Ja, mal eben 1 Million Zuschauer, das wär's. Ja, wie gesagt, da müssten wir im Hot Tube sitzen mit Bikini und spielen. Genau, und die Subs auf die Arme schreiben und an andere Stellen. Dann Das geht, passt genau. das. Dann hätten wir 1 Million Zuschauer. Genau. Keiner wirklich sehen. Wirklich, nein. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ich noch nicht. Das wäre es doch einfach im Hot Tub, einfach mal LS spielen. Dass da noch keiner drauf gekommen ist. Ja, das wäre die Geschäftsidee. Sollte ich mir patentieren lassen. Ja. Nein, liebe Zuschauer, wir sind nicht besoffen. Wir haben hier nur monotone Arbeit und ganz komische Gedanken kommen dann einem dabei hoch. Ja, so kann man es dann wohl betiteln, ja. Hat gestern jemand zufällig von euch den Shelly-Stream gesehen? Nein. Nee. Ja, die Mädels haben Spaß gehabt gestern. Das war richtig genial. Kam da aus dem Gackern nicht wieder raus. Also gerade so wie wir, ja. Oh, ähnlich. Aber du musstest ja dann unbedingt ein ernstes Thema ansprechen, ne, mit einem anderen Stream. Gebe ich offen zu, Alex. Ich habe gestern Abend nur ganz kurz bei dir reingeschaut, weil irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war ich gestern Abend relativ müde. Oh, ist eine Hauptdarstellerin bei dir im Stream? Ja, meine Moderatorin. Ah, Ich war okay. immer da. Dann ja. Hallo Alex, Moderatorin. Und fast immer da, also Inventar. Genau. Alex und Tamara gehören bei mir zum lebenden Inventar. Ja, Alex war ja gestern auch mit im Stream. Haben echt Spaß gehabt. Da wird es langsam mal Zeit, dass ein pinkender Dreck auf den Hof kommt, dass die Mädels auf ihren Oh, Kosten das kann kommen ich hier. damit nämlich sagen. Meinst du, wir müssen unseren Stream ein bisschen weiblicher gestalten? Also
Mit einem pinken Trecker oder so? Der Erste, der hier einen pinken Trecker kauft, der wird vom Server verbannt. Ja, dann müsste ich doch gleich mal eben kaufen. Ich sag nur fluoreszierende Felgen auf der Rostock. Wir sollten da Lavendel anpflanzen und dann haben wir ja diese rosafarbenen Ballen. Was hatte ich bei Achim im Stream gesagt? Ne? Rosa Schlüpfer in Feinripp-Unterwäsche mitgewaschen. Genau, ja. Ein pinker Träger mit pinken Neonlichtern, genau. Dann wäre es perfekt. Nee. Und für Basti, einfach noch, weil für Basti ist noch ein Deutz. Ja. Pinkner Deutz mit pinken Neonlichtern. Ich finde die Idee jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich ja mal sagen, ne? Ja, Micha, für dich gibt es ja noch den pinken Flug. Oh, ja, genau. Den hatte ich sogar im Multiplayer. Weil da hatte ich lila als Hoffarbe und dann habe ich alle meine Fahrzeuge lila gemacht. Und gibt ja jetzt im Singleplayer gibt es ja auch noch die Reste, sind da ja immer noch einige Anhänger und so weiter und sind noch lila. Alter, bin ich hier schräg. Das könnte fast im Graben landen. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der Graben immer näher. Wie, jetzt schaltet er alle zu mir, oder? Alle zu dir. Ja. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Schafft das oder schafft das nicht? Er schafft es nicht. Könnte ich auch noch anfeuern. Micha. Warum fährt er? Oh, das war knapp. Das war schon knapp jetzt am Graben. Jetzt wird es gefährlich. Oh, ja. Er kommt langsam ins Schlingern. Ich bin da schon lange dran vorbei, was ihr da jetzt seht. So, verdammt. Ja, diese Verzögerung immer auf Twitch. Ja. Aber ich habe irgendwas bei VCA eingestellt, dass der automatisch eine Geschwindigkeit macht. Ja, kannst du in den Einstellungen. Welche Taste ist denn das? Musst du doch gucken, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ah. Was haben wir denn hier? Mehr Handgas, weniger Handgas? Wo war das? Also falls einer aus Versehen die Handbremse anzieht, ne? Taste Ö. Ja, haben wir gestern... Haben wir gestern... Jetzt habe ich... Gesehen. Handbremse, was ist das? Hattest du doch auch schon, oder nicht? Ja. Dann gibt's noch Vollgas. Ich wollte gerade vorbei. Ich kenne nur Handgas zweimal rum und Kanone. Genau. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon bei 96%. Ich kann die Mission fast abschließen. Aber auch nur fast. Ja. So, mit ein bisschen Glück kann ich es gleich nochmal versuchen, wieder reinzukommen. Wollen wir das überhaupt? Wenn nicht, dann bleibe ich auf meinem Singleplayer. Geht auch. Dann mache ich den Platz gerne für jemand anders frei. Quatsch. Wir vermissen dich doch schon. Was die auf 12 hochgestockt hat, also... Ist das so? Brauchst du doch nicht runter. Ach, haben wir jetzt genug Platz hier. Kannst dich ja voll entfalten. Jo. Genau. Das sieht schon mal sehr ordentlich aus, auf jeden Fall. Der Anhänger, der schafft aber echt was weg, ne? Meine Herren. Holzanhänger? Es geht wohl, ja. Ja. Kannst du mitarbeiten? Ja, wie gesagt, die Stämme, ich müsste die echt auf 9 Meter sägen, dann liegen die auch nicht so übereinander. Nee, passt schon. Ja, ne. Wenn er anhält beim Laden, dann geht das, glaube ich.
Ja, oder halt, Tempomat so auf 3-4 km machen oder so. Müsste auch gehen. Ist halt auch, wenn du die Ballen zu schnell lädst mit Autoload, das wird auch nichts. Genau. Ist auch das Ende, ja. Ja, aber ich will nichts sagen. Der Wald ist jetzt fast weg, ne? Mhm. Ja, du bist noch nicht ganz vorne. Nee, aber ich bin jetzt schon mal hinten an der Grenze, wo ich gemalt habe. Ich muss jetzt bloß noch zur Straße vor und dann sind bloß noch die ganz dünnen Bäume da, die wir fräsen müssen. Dann ist hier alles weggeholzt. Dann haben wir da ja schon mal richtig Platz für irgendwelche Produktionen. Das ist doch jetzt quasi oberhalb von der Tankstelle da irgendwo. Ja, genau. Nicht? Genau. Feld, was ist das, 38? Ja. Genau. Dann kommt da irgendwann der kleine Wald, der da direkt an der Tankstelle ist, der kommt da dann auch irgendwann noch mit dazu. Ja, ich mache hier moderne Kunst beim Fliegen. Ich habe meinen Fichtenwald quasi dahin gesetzt, wo Achim den auch hat. Neben der BGA Nord ist das ja quasi. Auf der Seite. Ah, da ist ja nur ein bisschen wunderschönen Sonnenuntergang auf der Marsch. Ich habe da mal ein Bild in Discord geschickt. Oh. Mischa, was ist los? Du bist so konzentriert und so ruhig. Ja, ich fahre auch gerade selber und mache jetzt so die Reste. Ja, er muss jetzt auf den letzten Rest aufpassen, dass ich im Rahmen Fein. Ja. Hochkonzentriert. Hochkonzentriert versuche ich zu fahren, ja. Gerade die. Ja, der Graben ist verdammt nah. Pass bloß auf. Ja. Da jemand in der Nähe, vielleicht rammt ihn da mal jemand rein. Bis jetzt kam der Graben mir noch nie zu nah. Oh. Echt? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Nö, außer neulich beim Roden, ne? Ich wollte nur Martin zeigen, wie man so ein Fahrzeug dann aus dem Graben holt. Meinst du nicht? Mit dem Ropa. Ach, mit dem Obermobil. Hast du da voll den Streifen stehen lassen? Das ist eine Mission. Das sieht man gleich nicht mehr. Achso. Das ist ein Obermobilfahrzeug. Achso, wie viel Heu brauchen wir hier denn überhaupt? Das haben wir was im Lager schon. Brauchen wir denn nur rausholen? Haben wir da, oder? Ja, du brauchst das Feld hier ja nicht. Dürften wir da haben. 361.000 brauchen wir. Müssten wir drin haben, locker eigentlich. Ja, auf der 45 ist doch locker so viel übrig geblieben. Millionen haben wir heute. Ja, siehst du, dann. Oh, Micha, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Yay! Und ohne in den Graben zu fahren. Und was sagt der Chat dazu? Los, weg hier von dem Feld. Erstmal nicht vom Feld runter. Er muss auch vom Feld runterfahren. Das könnte nochmal spannend werden. Der muss erst zu Hause heil ankommen. Genau. Also. Ja, kann das sein, dass ihr ein bisschen meine
Fähigkeiten in Frage stellt? Nein. Würde ich machen. Aber ich bremse jetzt sogar vor der Brücke ab. Normalerweise im normalen Spiel würde ich da rüberheizen. Oder in der, guck mal, jetzt bin ich. Oh. Ja, deswegen bist du auch so ein Kamikaze-Fahrer. Jo, bin ich. Definitiv. Schlimmer als ich kann keiner sein. Jetzt mache ich Autodrive an und der will in den Graben fahren, ne? Das ist echt der Hammer. Ja. Das ist ein Zeichen. Ich das gehört. Das ist ein Zeichen dafür, dass du heute noch überhaupt nicht im Graben gewesen bist. Der wollte eine Unterbodenwäsche haben, definitiv. Also, liebe Zuschauer, hier ist alles, alles geboten. Spiel, Spaß und Gräben. Ich würde nur sagen, ich fange jetzt schon den vierten an, ne? Mit Befüllen. Boah. Was befüllst du? Das Holzlager. Muss man die einzeln befüllen? Ich kenne das Holzlager nicht. Nee, das geht nur von einer Stelle aus. Ah, okay. So. Was kann ich jetzt machen? Also soll ich irgendwo mit abfahren oder sonst was? Ja, kannst du gerne Holz fahren, weil da brauche ich kein Holz. Weil dort kann ich weiter die Stümpfen wegfräsen. Ja. Oh, du fährst die Ballen ab. Naja, die Wald, die Stämme kann er abfahren. Lass ich mal erstmal die Stämme abfahren, wir müssen gleich erst den Fermenter platzieren. Gut, genau. Der fährt jetzt auf den Hof. Wo hast du denn den Holzer stehen? Ah, der steht schon da oben, wo sie am Arbeiten sind. Ja. Weil dann kann ich an Freiberg jetzt hier erstmal die ganzen überrestlichen. Wo sind die Stämme bei dir da hinten? Hier hinten liegt alles voll. Kannst dich austoben. Aber denk dran, du fährst einen LKW jetzt. Ja. Nicht, dass du den im Graben versetzt. Ja, so ein bisschen Platz zu den Gräben. Das sollte machbar sein. Wollte gerade sagen, die sind ja nicht ganz so dicht dran. Ich versuche jetzt auch noch mein Glück. Viel Glück. Ich bin gespannt. Klappt's ja. Ich meine, ich bin ja drauf gewesen und alles, aber das hakt da halt wie doof, ne? Mal schauen. Hey. Oh. Wer terrört denn hier rum? Das gibt alles. Ja, wozu hat man noch mal einen Frosch im Hals? Nee, das eben war nicht ich. Nein, war jemand anders. Also Sebastians Terreur, das hört sich anders an. Das ist ja beruhigend, dass du das unterscheiden kannst.
Aber der, der so einsam auf der 50 rumkrubbert. Bist du schon ein Koller, weil du da so ganz alleine bist? Nö. Nee, kennst du ja von Brockmann her, dass du mit unter mal alleine bist, ne? Ja. Wollen die anderen nie mit dir spielen, oder wie? Nee, wenn ich Steine sammle, will ich keiner bei haben. Ist das denn auch so ein ähnliches Gerät, wie es im LS22 gibt? Oh, jetzt jemand schrottet ihr immer in das Spiel. An der Arbeit. Gummistiefel an, Steinfocke in die Hand und dann los geht er. Oder mal, und dann mal am Tag 40 Hektar oder was? Nee, maximal nur 10. So, ich komme jetzt, das wird jetzt bei euch ein bisschen haken, denke ich. Ach, ja, das sagst... wir haben alle Pause. Ja. Dass die alle wieder runterfallen. Ja, magst du dann mal versuchen, ob du die Heumissionen abgeschlossen kriegst? Also quasi das Heu bei uns aus dem Lager auslagern und dann zum Ziel fahren? Ich versuche jetzt mal erstmal hier ein bisschen aufzuräumen auf dem Hof. Hier war eben Stau. Ja, ich hab meinen einfach den Fasttrack nur einfach fahren lassen und bin hier zum Holz sammeln. Ja. Ich stelle das erstmal alles weg hier und dann gucke ich mir das mal an. So, wie war das mit dem Holzträger jetzt bei dem? Reinfahren stehen, genau mittig reinfahren und dann bei den I hingehen und dann auf R drücken. Vorher aber die Spanngurte lösen. Nee, du kannst auch mit Spanngurten reinfahren. Also, ja. Genau. Okay. Yay, hat geklappt. Ich bin begeistert. So, auf diesem Feld bin ich dann auch gleich fertig mit Schwaden. Ich denke mal, ja, mit einmal lang werde ich nicht auskommen. Ich werde einmal noch mal kurz weg sein, um das Kind ins Bett zu bringen. Und dann hoffe ich mal, dass es... Ja. Achso, du hast es jetzt noch nicht probiert, ne? Wie läuft es denn jetzt? Es hakt ein bisschen, aber ich glaube, es geht. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Hof. Packe die Sachen hier mal erstmal weg. Wo habt ihr den Flug dann immer hingestellt? Der passt hier nirgendwo rein. In die Durchfahrtshalle. In die Durchfahrtshalle, okay. Da passt er wenigstens von der Höhe her auch rein, ne? Oh. Außer der Mischer möchte einen Kurs gemacht haben. Harvester müde, Harvester muss schlafen. Ich hab's geschafft. Yay! Ich seh's. Bist du schon der Zweite heute? Mann, so spät ist das doch noch gar nicht. Naja, doch, schon um 9. Ach, Sandmann ist schon vorbei. Äh,
Wasser brauchst du aber nur einmal runterfahren, das reicht denn. Ja. Jetzt sägt das Ding hier. Was das Schöne ist, hier kann ich nicht in den Graben fahren, wollte ich nur mal so sagen. Oh, ganz knapp, das hat nicht passt, ne? Ich komme dann jetzt mit dem Kögel zu 61 runter, ja? Ja, oder du nimmst erstmal das, nimmst erstmal das Heu aus dem Lager und schließt erstmal die Heumission ab. Okay. Ach, das ist Heu erstmal weg. Abschließen darfst du ja noch nicht, weil wir noch am Pressen sind. Ja. Und ich werde dann gleich mal den Fermenter bauen. Das ist echt ärgerlich. Von der Arbeitsbreite einen halben Meter breiter, dann hätte es gepasst, ne? Ah ja, mal mehr, das geht ja. Wenn ich das will, ja. Schade, dass man bei dem Holztransporter die Ladegurte nur komplett anziehen kann und nicht für den hinteren und für den vorderen Teil extra. Ja, das geht noch komplett. So, noch zwei Bäume, dann steht bloß noch die ganz dünn hier. Hab das schon mal geschafft. Haben ordentlich was weggeholt heute. So, machen wir mal das schön, ne? Das will er wohl nicht mehr. Das ist ihm zu viel. Ja, da da jetzt gerade das Lied läuft, wo sind all die Indianer hin, da fällt mir gerade ein, sagt euch der Name Ralph Wolters was? Das ist ein Schauspieler. Ja, zu mir nicht. Was war das gerade? Ralph Wolters. Erkenne ich, ja. Er ist gestorben. Genau. Mit einer seiner berühmtesten Sätze dürfte gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja, stimmt. Sam Hawkins. Sam Hawkins, genau. Ja, sind die ehemaligen Hauptdarsteller auch so langsam wieder vereint? Ja, alle würde ich sagen. Ja, Uschi Glas fehlt noch. Uschi Glas nicht, die lebt noch. Genau. Sagte er ja, ne? Die fehlt noch. Mein Arbeits-
Mein Arbeitskollege meinte neulich so auch, Uschi Glas wäre auch schon im Himmel. Sag ich, nee, sag ich, die lebt noch. Ich bin mal kurz AFK. Jo. Ach nee, da haben wir ja die Presse drin stehen. Ach ja. Ja, liebe Zuschauer, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das weiß ich nicht, wenn du das nicht weißt. Dann kann mir keiner helfen, ne? Oh Mann. Na doch. Ah, jetzt. Vier extra Auto holen. Ihr könnt uns auch im Multistream bewundern, alle drei Streams aufeinander. So, den also ich. Drei auf einen Haufen. Genau. In dem oberen Teil, wo dann normalerweise der überhalb der Streamchat-Anzeige ist, dann auch noch, sind auch noch Karteireiter, wo dann die einzelnen Namen drinnen stehen. Ich poste bei mir im Chat den Link dazu. Und damit einmal draufklicken, dann habt ihr alle drei Streams auf einmal. Na, wird das heute noch was? Ja, wenn er nicht auf dem letzten Ende wegdrehen würde, kriege ich ihn da reingestellt, ja. Ist immer scheiße, ne? Wo willst du ihn hinstellen? Ach so. So. Der ist eingeparkt und ich bin mal kurz weg, bin gleich wieder da. Jo. Ja, du mal deine Blase entleeren. Na, mit der Kettensäge, das ist auch echt eine Qual. Ich beobachte dich gerade. Ja, ich hab gerade mal Lust, noch die kleinen Bäume hier mit der Hand zu fällen. Und mit der Kettensäge zu entasten. Ihr habt aber auch die Baumstämme hier kreuz und quer hingelegt. Meine ja, ich nicht. Ich hab die einfach fallen lassen, wo es gerade war. Ja, der Holzsammler muss auch was zu tun haben. Also der Baum hier ist auf jeden Fall. Bin wieder da. Nee. Ah, jetzt. Hallo. Oh, hier liegt so viel Geld rum, aber er ist leider noch nicht fertig. Ja, Basti, du kannst mir hinter den Wald kommen, wie es hier aussieht. Boah, ja. Ich wollte jetzt da erstmal den Fermenter stellen. Achso. Ja, mach mal. Dann kann er schon bisschen fermenten. Genau, ein bisschen fermenten. Ah, kann er so Fermenter-Sachen machen. Was ihm so ein Fermenter eben so macht, ne? Genau. Beim Arm. So ein bisschen fermenten. Zwei Stämme aufgeladen, drei runtergefallen. Super. Gute Ausbeutung. Ach, das habe ich hier. Oder unter Tools. Ja, das habe ich hier gar nicht drauf. Was denn? Ich dachte, ich hätte das Bauraster hier mit drauf, aber. Ach so. Das habe ich hier leider doch nicht mit drauf. So. Alle Bäumchen gefallen. Gefällt. Gefallen? Gefallen, genau. Weil. So, wird zwar wieder für die Autodrive-Kurse alles ein bisschen eng, aber. Fährt er mich einfach über den Haufen. Ja. Wie kannst du auch? Nicht.
So, Vermenter steht. Schöne Geld ausgegeben. Jo. Guck mal. 60.000 kriegen wir ja gleich schon wieder. Ja, das passt schon. Ja. Ja, schade, dass der Holzfällermod nicht drauf ist. Hätte ich noch ein paar Stümper oder Kettensäge wegmachen können. Ja, viel was an Missionen, außer massenweise Ballenmissionen. Zuckerrüben hätten wir. Kohl, Kartoffeln, Sojabohnen. Oh, die 78 mit Zucker, mit Zuckerrüben wurde abgeerntet. Ist aber traurig. Ja. So. Das klappt nicht. Da ist eine Leitplanke. Vorsicht mit den Leitplanken und den Gärten. Gräben. Den Gärten. Gräben. Hier ich sind keine Gärten. Deswegen. Sojabohnen. Wir machen jetzt auf. Oh, das war fast umgekippt. Wir machen jetzt auch einen auf Sojabohnen, ja? Ja. Der ist aber ziemlich instabil jetzt mit seinen 48 Tonnen, was er drauf hat. Wenn nicht, dann sind das so Nebungen. Halleluja. Hallo Julia. Ich glaube, ich sollte langsam um die Kurve fahren, ne? Besser ist, der schaukelt ganz schön, ja. Halt echt bloß größtenteils beim Pressmission hier. Beach. Ah, Mist. Was denn? Das war nicht intelligent. Man hätte erst tanken sollen, bevor man losfährt. Mach mal fett, der kennt sich damit aus. Na, der bleibt ja auch gerne mal liegen, ja. Tanken wird überbewertet. Was ist denn das? Also jedenfalls nichts zu trinken, das schmeckt nicht. Riecht gut. Ich finde das kurios, dass ich hier bei dem Kögel die Riemen gar nicht lösen kann. Dann ist L wahrscheinlich... Drück mal L. Nee, geht nicht. Ich habe irgendeine Fehlermeldung an. Hast du auch den Kögel, hast du auch den Kögel ausgewählt? Die eine Technik noch nicht abgeschlossen. Doch. Doch, kannst du. Die Beine gehören ja uns. Ja. Du bist ja fertig. Ja. Hast du noch automatische Gurte aktiviert bei dem Kögel? Ja. Mach ja, die mal aus, und, mach die mal aus und mach die mal aus und an und dann sollte eigentlich auch das Manuelle funktionieren. Ja, wollte gerade sagen, ich kannst du die trotzdem an- und ausmachen, auch wenn du die automatisch anmachst. Ist eigentlich egal. Ja, normalerweise ist es egal, aber manchmal hat er das. Wenn du dann einmal Automatik an- und ausmachst, dann funktioniert es wieder. Oh, da fährt ein Traktor vorbei. Amigo fährt gerade hier vorbei.
Holzlager ist aber auch schön witzig gemacht. Hier steckt einfach eine Kettensäge im Dixi-Klo. Ja. Und eine Kiste Bier gibt's. Ach nee, das Spezi ist. Feld 61 ist dann fertig. Ja, dann darfst du da gleich hinfahren zum Sammeln und darfst die in Fermenter packen. Supi. Hast du schon gestellt? Ja. Prima. Er steht zwar ein bisschen arg dicht an der Maschinenhalle, aber anders ging's nicht. So, wir haben jetzt hier Netflix ausgemacht. Ich habe den Multistream abgestellt und schon läuft es bei mir wieder flüssig. Ja. Verrückt. Ach, ein Wunder. Ich hab's genau gesehen. Was passiert hier gerade? Oh, bei Micha wird's spannend. Wieso? Oh, das sieht aber sehr gut geladen aus. Ja, ne? Kann ich hier. Mach eine rote Fahne dran, dann passt das. hat er mit Überlänge geladen, oder was? Ja, über Länge, über Höhe, über Breite, er hat alles. Ach du Scheiße. Ich danke dir immer ab, Sebastian. Kreuz und quer. Ja, ich sag, mach überall ein paar rote Fahnen dran und dann passt das schon. Das passt schon, das geht schon. Ja. Besten noch rundum Leuchtstern und dann Feuer frei. So, das Schöne ist jetzt ja, dass das Grasfeld da hinten abgeerntet ist. Da kann man da ja richtig schön jetzt das Schneidwerk anbauen, ne? Basti, im Stream fährst du jetzt da lang, wo ich jetzt gerade schon vorbeigefahren bin. Ja. Bist aber trotzdem noch vor mir. Warum lädt der jetzt hier wieder mal nicht? Ich muss da ja nicht mit groß auf die Straße fahren, ne? Nö. Nee, mach's besser nicht. Muss nicht, aber bitte. Aber trotzdem, wenn du irgendwie eine Kurve fährst, vorsichtig und langsam fahren. Ach. Das Ding kippt nämlich ziemlich schnell mal um. Ich weiß. Martin, komm mir nicht so nah. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, ne? Basti, hast du schon den Abfahrer unten für die Sojabohnen? Ich mach das. Achso, okay. Bin Abfahrer. Alles klar. So, ich habe mir erstmal eine Hopfenkaltschale mitgebracht. Prost. Prost. Prost, Prost. Also ich finde das gar nicht mal so schlimm. Oder Chat, was sagt ihr dazu? Ich kann es leider nicht sehen, aber du machst das sehr gut. Yeah. Ah. Aber Michael ist heute nicht einmal im Graben gefahren. Langweilig, wa?
Ich habe So. gerade ein Déjà-vu. Hast du das schon Wieso? mal? Ja, dieses Feld habe ich nämlich bei mir im Single gerade erst abgeerntet. Siehst du? Dann weißt du Ich doch war heute auf perfekt, wie der es geht. 61 hier so unterwegs. Dann weißt du doch noch, wie das funktioniert, ne? Genau. Bist du sonst Profi? Da ist was. Da ist was zum Aufladen. Die Grasballen, die haue ich dann ganz normal ins Ballenlager erst, oder? Nee, in Fermenter. Nein. Fermenter, okay. Stimmt, hast du ja vorhin gesagt, ne? Genau. Und dann musst du Es die müssten eigentlich alle Stümpfe mir weg sein, ne? vom Shop die Hier ist noch einer, wo ich stehe. und auch in Fermenter packen. Ja, das übernehme ich. Ich hole eben Zitiermittel schon mal. Bisschen Hab rechts von nämlich mir, gerade siehst nichts zu du? tun. Martin, da fährst du gerade drüber. Ach nee, das ist irgendwas anderes, ne? Was ist denn das? Das ist ein. Ach, das ist nur so ein Stück Holz. Maulwurf. Ah, jetzt ist es weg. Das war kein Stumpf, das war nur ein kleines Stück Holz. Ja, kann aber trotzdem alles mit weggefräst werden, ne? Das Ja, nee, ich hatte. Er hatte ja nach sind wir schon Stumpfen bei gefragt. 60%. Dürrt naja, bloß alles beim Platzieren irgendwann mal. Ja, nee, das ist auch weg. Das passt schon. Oh, nicht schlecht, ne? Wie ist jetzt das passiert? Was hast du gemacht? Hier ist der gesamte Ladung hier gerade runtergefallen. Ich weiß nur nicht warum. Ach, hast du Ja, Autopuffer irgendeine Kurve abgeladen? rum. Sehr seltsam. Mir noch nie passiert. Ey, mir auch nicht. Ich wundere mich gerade. Nur mal Ah. komplett abladen. Jetzt auch noch mal neu aufladen. Vorsicht. Hau noch mich um. Ah, ich sage ja Vorsicht. So, warte. Noch. Also, das ist mir so noch nie passiert. Trotz Autoload, dass der denn das wegschmeißt, ist ja sehr, sehr seltsam. Ach Mensch. Ja, weil die Spanngurte manchmal nicht hinterherkommen. Beim Multiplayer brauchen die Schön, Spanngurte Martin. 3 bis 4 Sekunden, ehe die gespannt sind. Nicht so wie beim Single, Warte. da ist er sofort gespannt. So, Abfahrt. Da Hoffentlich kommt musste. jetzt keiner an den Hof und sieht, was ich hier fabriziere. Das ist, glaube ich, schlimmer als bei Micha. Klar. Einer würde da drauf passen, Martin. Gelte ich jetzt hier als Oh, Maßstab für schlimmes Fahren, ich war oder dabei. wie? Und die in der Mitte, die sind gar nicht richtig gespannt hier. Emilia, du Ach, bist der macht gleich noch eine voll Reihe. mit Ballen, ne? Ja, aber der macht noch eine Reihe oben drauf. Wieso das denn? Ist ja interessant. Dann warte ich mal eben, dann darfst du dir das Spektakel mal angucken, wie ich Zitiermittel geholt habe. Darfst du, glaube ich, auch keinen erzählen. Seit wann macht denn der 4 Reihen da drauf? Das habe ich Kommt aber nicht mehr. immer. Echt? Kommt auf die Ballengröße drauf an, Ja, ne? gut. Ich hab auch einen anderen Ladewagen. Ich habe keinen Kögel. Ich habe den aus dem Okay. TGX-Paket. So, haben wir dann noch? Seht ihr noch irgendwo Holz rumliegen? Nee, ne? Was war das? Oh, da ist ein Graben. Oh, da ist ein Graben. Rein da. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ist der Holztransport, ja, unserer? Ist gemietet. Okay. Brauchen wir den noch oder kann ich den dann Ja, zurückgeben? erstmal nicht. Yeah. Okay. Ich glaube, wir haben erstmal genug Holz. Dann gebe Der ich den zurück. Vollernter, das ist unser. Der hat auch bloß 47.000 gekostet. Ich fahre erstmal. Glaubt, da hat sich der Modder wohl um eine Null vertan. Das glaube ich auch.
So, wo haben wir... Ach, Mietfahrzeuge, da sind wir. Das heißt, die Forstmaschine kann weg. Ich sehe gerade den Überladewagen für Rüben, den haben wir auch gemietet, den können wir eigentlich auch mal zurückgeben, oder? Ja. Den nutzen wir ja gerade eh nicht. Nö. Kostet ja auch bloß ein sinnloses Geld. Einen Mod oder welchen? Hm? Einen Mod? Ja, ich das mal. Ja, mein. Genau. Da steht hier noch auf dem Hof, aber ich habe gerade gesehen, der ist auch gemietet. Brauchen wir ja gerade nicht. So, der LKW ist zurück, also die Zugmaschine ist zurück auch zum, auf dem Hof. Da kommst du auch zum Hof, ja, perfekt. Dann kannst du gleich mal meinen Siliermitteltransport angucken. Aber ich kann ja auch so zum Hof zurückkommen, das ist ja kein Problem. Ja, kannst du auch machen. Ah. Ich habe den Pickup dezent tiefer gelegt. Ich stehe vorne an der Einfahrt. Ich komme da, ich bin gespannt. Wo es erstmal unfallfrei ankommt. Ich glaube, der hat einen Filterpro oder so. Alter Schwede. Aber er hat sich fahren lassen bis hierhin. Ohne Probleme. Ich wollte eigentlich schon eine vierte oben drauf machen, aber das wollte er dann nicht. Das war zu hoch. Scania hat aber ganz schnell was zu tun mit dem Zug hier. Donnerwetter. Also das ist... Der ist ja... Also bei mir ist der so dann sogar die Reifen ein bisschen unter dem Asphalt. Wenn er losfährt, macht er Stehaufmännchen oder was? Das nenne ich mal tiefer. Nee, der lässt sich ganz normal fahren. Ja, okay, oder auch nicht. Ups. Jawohl, da liegt das Problem dran. Ja, der Sperrpunkt ist ein kleines bisschen zu hoch. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, die obere steht auch nicht ganz in der Mitte. Ja, ist schlecht geladen, würde ich sagen. Es kann nur am Belader gelegen haben. Das ruhig mal. Bedienerfehler. Genau. Das sind immer die anderen schuld. Genau. So. So, ich komme jetzt. Wo stehst du denn? Ach so, ich bin jetzt schon am Ferment, aber ich warte noch mit Abladen. Ich warte noch auf dich. Also ich hoffe, das funktioniert jetzt auch mit den Dingern hier abladen. Schauen wir mal. So, der Clip mit dem Pickup ist online. Ja, super. Da könnte man noch was hinmalen, damit man hier nicht übers Feld fährt. Da bist du. Bin ich. Ja, und sollte das mit der Palette eventuell nicht funktionieren, dass er die nicht annimmt, dann müssen wir halt doch zukaufen, ne? Sieht interessant aus. Sieht gut aus, oder? Ja. Wie gesagt, die obere hätte noch ein bisschen mehr in der Mitte sein können, aber... Ich kann die Gurte hier immer noch nicht lösen. Versuch mal Steuerung L. Kann sein, dass das bei dir auf Steuerung L eingestellt ist. Nee, auch nicht. Hm. Kann denn das sein? Gibt's doch gar nicht. Sebastian, Martin, wenn ihr wollt, ich habe da gerade einen Clip erstellt und bei mir im Chat ist der Link drin. Ich kann den ja bei euch nicht posten, dann werde ich ja blockiert. Also ich glaube, das mit den CD-Mittel abladen, das wird wohl nichts. Dann schickt den mal an AlexTetz88 als Twitch-PN, dann kann sie den bei mir posten. Falls Alex damit einverstanden ist. Also angezeigt wird das Siliermittel mal. Solltest du das vielleicht einfach mal hier reinstellen und mal schauen. Echt? Ah. Nicht.
Jetzt wird darf ich eine Twitch-PN schicken, Micha. Ja, schön wär's. Kann ich nicht so einfach. Achso, du stehst auch gerade mit Ladeträger. Ja, ich versuche gerade mal was. Warte mal. Ich sehe zwar Ihren Namen, aber ich komme nicht. Naja, also die Siliermittelpaletten will er nicht entladen. Gar nicht, nee. Bei Eingabe oder nicht? Ja, oder? Das ist doch hier Abkipppunkt. Ja, eigentlich schon. Ja, Alex könnte ja auch ganz kurz bei mir im Chat sich einfach den Link rauskopieren. Aber ey, wie müssen die doch da reingehen? Ja, es. Martin, versuch du mal. Kriegst du die Gurte gelöst? Steig mal ein, guck mal nach. Ja, wir können höchstens eins machen. Haben wir einen Trailer, wo Siliermittel reingeht? So einen Tanktrailer, da könnten wir es reinmachen. Und von da aus entladen. Sollen die rein? Ja. Die Idee hatte ich jetzt nämlich eben auch schon. Ich kriege die Gurte nicht gelöst. Ja, kann auch eventuell sein, dass der Fermenter die Palette gar nicht anerkennt als Siliermittel. Ja, das kriegst du mir auch nicht an, oder was? Deswegen, ah, lass mich mal. Oder? Was haben wir denn hier? Die lösen sich nie auf, oder? Nee, hier geht kein Siliermittel rein. Was aufbereitet will der haben? Kann das denn daran liegen? Ja, stimmt. Das ist so ein anderer Fülltyp, oder? Das nimmt er doch nicht an. Nee, das nimmt er nicht auf. Das ist ohne Aufbereiter gemäht. Was machen wir denn da jetzt? Also doch wieder ins Ballenlager. Ja, oder macht die mal ins Ballenlager? Nimmt die auch nicht an, das ist das Problem. Dann können wir die jetzt bloß wickeln mit dem Wickler auf dem Hof, oder? Zur Not. Oder verkaufen. Ja, nee, das ist nicht los, weil Gras aufbereitet gibt's auf der Marsch nicht. Genau. Ja, dann müsst ihr die wickeln. Dann müssen wir sie stationär wickeln auf dem Hof. Irgendwie. Also ich hatte eigentlich den Aufbereiter ausgestellt beim Big M. Schmeiß mal einer drauf. Und dann mäht das Ding Standardgras. Und wenn man das Ding mal Fleisch kauft? Hast du noch Autolaut an, oder? Weil irgendwie will er... Ah, jetzt... Ah. Ja. Irgendwie hat sie es wieder ausgestellt, keine Ahnung. Was sagtest du eben, Martin? Oder wir versuchen mal, das Ding hier zu kaufen. Was ist das denn? Gras. Ach, das ist das Lager von Achim, ne? Ja. Ja, ich glaube, da wird es aber auch nicht reingehen. Nee. Oder? Warte. Was ist hiermit? Haben wir das schon? Ja, das ist ja das Ballenlager, das steht schon auf dem Hof. Ach so. Und wenn wir da mal hier rein versuchen? Ist das eigentlich fast gleich, oder? Oder gehen wir dann da rein, weil das eine Mission ist. Krass Mission. Eigentlich nicht, wenn das abgeschlossen ist. Ballen, das ist ja egal. Ich denke mal, das liegt an diesem aufbereiteten Gras. Das frisches geht Gras an. Zeigt der mir an hier. Im LKW oder was? Ja, frisches Gras. Ja, versucht das mal ins Beinlager abzuladen. Nee, nimmt er nicht. Nicht? Ja, versuchen kann man es. Tatsächlich. Aber ich hab doch ohne Aufbereiter gemäht. Ich muss vielleicht ins Beinlager machen und dann wieder rausholen, dass es dann vielleicht normales Gras ist, aber. Das Ballenlager wird es bestimmt auch nicht annehmen. Ach, die Geschichte wieder, ja. Ey, der Scania hat echt schwer zu ziehen hier. Also wie gesagt, mit den Siliermitteln, entweder braucht man einen Anhänger, wo Siliermittel reingeht, das muss von dem Anhänger aus entladen dann. Nö, oder wir kaufen es einfach so zu. Mach doch nicht. Ach Mist. Ja, dann kann man die bloß auf den Hof wickeln oder so. Weil so verkaufen wird es jetzt nicht springen, oder?
Kannst du ja nicht, weil es da keinen Verkaufspunkt für gibt. Ja, dann werden wir uns so die Arbeit machen müssen und die auf den Hof wickeln. Tja, gut. Also mal hier einfach hin. Zack. Ja, dann braucht ihr auch erstmal noch kein Siliermittel für den Fermenter dazu kaufen, weil dann brauchen wir das erstmal ja noch nicht. Nee. Ich dann pack mal ein. Jemand. Ja, alle reinschmeißen hier. Von Hand. Oh, schön. So macht man das in der Landwirtschaft. Ja, der Wickel steht am Hof und die Ballen werden einfach reingeschmissen. Oldschool. Sollte auch los. Kann ja nicht jemand. Ja, jetzt wäre so ein Wickler hier von diesen Andersen DLC oder wie das heißt, gut, an dieser Station. Da gibt es so einen stationären Wickler. Der auf jeden Fall ein schöner Titel fürs YouTube-Video. So sollte man es nicht machen. Genau. Könnte man. Ja, das ist jetzt echt doof, ne? Wir müssten mal, kannst du den Autoloader vielleicht hier daneben stellen, dass wir die beiden direkt wieder aufladen können? Achso, ich wollte jetzt eigentlich den Rest erholen. Soll ich zurückkommen? Nee, dann hol erstmal noch den Rest. Muss man es halt von Hand ein bisschen wegschmeißen. Sieht sehr professionell aus hier. Ja, ne? Oh je. Das ist klasse. Ah, langsam wird's. Langsam wird's schwer. Der will nicht mehr. Ich nehme mal die anderen Ballen weg. So, jetzt kannst du nachschieben. Sehr klasse. Sieht sehr professionell aus. Ja. Ja, ne? Immer mit Profis. Ja, echte Teamarbeit. Nicht hier. Nicht hier. Ob jeder echte Landwirt würde jetzt hier über den Kopf zusammenschlagen. Was machen die da? Aber ich habe ja noch Hoffnung, dass. Dass wir besser werden? Dass Danny die Mais Plus Geschichten vielleicht noch in seine Mods mit einbaut. Dann haben wir da in Zukunft. Hätten wir da dann irgendwann vielleicht keine Probleme mehr mit. So wie jetzt auf der Rostock, da kannst du ohne weiteres die Mais Plus Geschichte so. Wer hat das jetzt in dem Update mit eingebaut? Ah, ich glaube, Daniel wird jetzt erstmal die Matchmap machen, oder? Ja. Ich glaube, da. Hat er ja gesagt, die hat jetzt vor allem erstmal Vorrang. Ja. Ich glaube, die wird jetzt als erstes erstmal fertig machen. Die ist ja eigentlich zum Großteil jetzt auch fertig. Also, wenn die Ballen gewickelt sind, kann ich die wieder aufschneiden hier auf der anderen Seite, wenn er möchte. Ja, aber das bringt ja nichts. Noch mehr Arbeit. Da brauchen wir wieder einen, der es wieder zusammenwickelt. Da können wir ein ganzes Jahr mitmachen dann. Mindestens. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Lösung gefunden, wie ich Siliermittel in den Fermenter kriege. Mit einem Strohhalm oder was? Nee, ich hab einen Tanktrailer gefunden, wo Siliermittel reingeht. Server leck gerade, kann das sein?
Vielleicht ist meine Internet verbinden kann. So, das. Vielleicht wieder da. Jo. Willkommen zurück. Es wird langsam voll hier mit den Ballen. Warum hast du weg? Sieht aus wie ein paar große Kaugummis, die da rumliegen. Buba, buba. Ein bisschen weiter, ein bisschen drehen. Das wäre besser. Ja, ihr müsst doch wissen, wie das geht, Mensch. Macht doch jeder so. Ja, ne? Ich glaube, die Zuschauer sind hellauf begeistert. Ich glaube auch. Die sind so begeistert, die sind echt sprachlos, ne? So begeistert sind die. Oder es haben alle Schnapp geschaltet. Oder Schnappatmung. Machen die doch. Bin wieder da. Jo, BB. Lass doch mal den Ball los. Mittel wird hier nicht angenommen. Wer sitzt denn jetzt im Traktor? Da sitzt gar keiner drin, ne? Wieso kann er selbst so weiter, weil er an ist? Ja, Martin, bist du jetzt wieder. Gehst du in den Traktor oder nimmst du hinten raus die Beine? Okay. Ja, du brauchst doch eine Stunde zu sitzen. Ja, aber er funktioniert. Er hat ja gerade den Ball nicht rausgelassen. Kannst du mit dem Ball was essen? Das ist aber komisch, wo der an ist. Ja, aber es liegt eine Sekunde besser. Ja, LS-Zocker, ne? Das ist wirklich. Ich brauch beide Hände. Es geht nicht. Genau. Jetzt. Dann gehst du später. Rennt erst später. Schade. Wie? Es gibt Essen. Wo ist unser Essen? Ja. Aber das ist Teamwork, Alice Zocker, ne? Das kann man nicht anders sagen. Gut, dass der Wicker so schnell ist. Ja. Wenn der jetzt noch die normale Geschwindigkeit hätte, Augenmeier. Boah, das Isoliermittel am Fermento ist jetzt voll. Habe ich voll bekommen. Und das auf einem Mittwochabend, ne? Mal was anderes. Ja. Ich habe jetzt hier so einen Tankanhänger geholt. Hab's da reingeladen von der Palette und vom Anhänger dann. Ausgeladen, das ging. Gewusst wie? Ja. Einmal mit Profis. Aber sowas von. Hast du fast geschafft hier. Ach, jetzt. Komm gleich mit der nächsten Ladung. Jetzt habe ich den Fokus wieder verloren von der Maus. Wo seid ihr? Ich komme wieder zurück. Ich muss kurz im Fahrzeug einsteigen. Das ist herrlich. Weil, ne? Geordnetes Chaos. Ja. Warum auch den Wickler zum Feld fahren? Wäre zu einfach. Gut, das kommt man ja vorher nicht an, ne? Ja, das ist echt ein bisschen blöd gelaufen. Ja. Martin, lässt du mich mal ganz kurz ins Auto? Ich habe den Fokus von der Maus wieder verloren. Ins Fahrzeug? Ah, okay, danke.
Ich kann Ball, ich darf die Ballen nicht werfen, das funktioniert nicht. Armer Junge, du darfst deine Beine nicht werfen. Sollen wir dir ein Tütüchen packen? Hey, ich bin heute nicht in den Graben gefahren, nix, gar nichts. Ne? Ich habe das Holz gesammelt, was wollt ihr? Basti ist so ruhig, ich glaube, er überlegt schon, wie er uns am besten hier los wird. Wenn wir so Mist machen. Der ist fasziniert, dass wir die Ballen so. Der sitzt mit offenem Mund da und staunt nur, wie wir das hier machen. Ja. Nee, nee. Jetzt zeigt die Zigarettenpause. Ich weiß ja nicht, was haltet ihr davon, wenn wir Schluss machen? Es ist 5 vor 10. Ja, okay. Auch jetzt, wo wir gerade so hier voll in Action, wie viele Ballen haben wir da? Die Ballen müssen eingewickelt werden. Ja. Ist das Chaos, das wir hinterlassen? Das ist noch halbe Arbeit. Na oh. Gut, dann mach die Ballen noch fertig. Sind nur noch 2, 3, 6. Ich glaube, es kommt gleich wieder der nächste volle LKW. Ich bin schon unterwegs. Oh nee. Ach nö, bleibt weg. Da schmeiße ich euch gleich direkt vor die Füße. Im Fahren, ne? Im Vorbeifahren. Hier, fresst. Und wieder weg. Na, dann geh ich dann aber hin. Ach ja. Das sind Leute. Jetzt stehe ich hier mitten in der Ballenwickler. Ja klar, ich wollte dich schon wieder einwickeln. Karussell fahren. Wie viel beim Worten das jetzt? Zähl doch mal durch. Eine Ladung. Bei den Sauhaufen. Ja, aber wisst ihr, was das Gute ist? Die Ballen sind jetzt direkt schon Grasilage geworden. Die müssen gar nicht gern, ne? Hier direkt schon Grasilage dran. Auch immer. Okay. Ich glaube, wir müssen die jetzt immer am Hof liegen. Oder macht der Wickler das? Ist das ein angepasster Wickler? Nee, gar nicht wahr. Vier Lagen habe ich hier, ja. Danke, ja, das ist ein angepasster. Der wickelt schneller. Ja, und macht der daraus gleich fertig Silage? Kann das sein? Nee, ich glaube, das liegt, weil Missionszeug ist, dass es direkt Silage ist. Ist ja bei Mission auch so, wenn du es wickelst, ist es auch direkt Silage. Ja, aber ja. Das sind ja eigentlich, ist ja eigentlich eine Heumission gewesen. Ja, darum. Ja, aber es ist halt krass, und? Ist es aber halt krass von der Mission. Das kann das sein, ja. Du, auf Feld 61 schicke ich ihn jetzt, ne? Ja, liebe Zuschauer. Ja, wir werden dann gleich den Stream beenden. Du kannst hier bleiben. Ich mache hier schon mal meine Verabschiedung, dass dann der Sebastian gleich sich von seinen Zuschauern verabschieden kann. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Dank für die Follows. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder 18 Uhr im Multiplayer. Und morgen Abend mache ich wieder ein bisschen Deko-Stream. Ein bisschen dekorieren auf in einem Safe Game, also keine Action mit Fahrzeugen etc., sondern nur einfach dekorieren. Das letzte Mal wurde ja gesagt, dass ich da einen Kinderknast gebaut habe. Mal gucken, was es diesmal wird, was ich diesmal Schönes zustande bringe. Schönen Dank für das Zuschauen und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder und vielen Dank für Martin, Manian, Daniel, Heino, und ja, Sebastian, danke für die Serverbereitstellung und so weiter und dass du die Idee hattest und es hat mal wieder unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ja, liebe Zuschauer, dann
verabschiede ich mich auch von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag bei mir in meinem ganz normalen Singleplay reinschauen würdet. Da geht's dann mal wieder auf die Moorgrund. Und halt am Sonntag geht's dann halt im Multiplay-Projekt weiter. Wie gesagt, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Yeah.